herzlich willkommen allen, die was jetzt da sein, allen Bildungsausschüssen aus dem ganzen Land, also vom Pustertal über Badia und Finchka und Unterland, sind wir ziemlich gut vertreten. Das zeigt natürlich ja, wie aktuell das Thema ist zu den Fragestellungen rund um den dritten Sektor. Mein Name ist Ulrike Spitaler, Amt für Weiterbildung und ja, ich freue mich, dass wir das zustande gebracht haben in Zusammenarbeit mit dem DZE, wo ich jetzt ganz herzlich den Ulrich Seitz und den Thomas Girotto begrüße, den es heute, hallo Uli, hallo Thomas, den es heute so ein paar Grundlagen einfach zu der Reform vom dritten Sektor erzählen werden. Ich glaube, der erste Abend heute ist besonders wichtig, weil es einfach um die Vor- und die Nachteile des dritten Sektors geht. Und ich glaube, wir sind recht gespannt alle, was sie uns erzählen. Ja, wie gesagt, der muss die Pünktlichen nicht bestrafen. Vielleicht fangen wir gleich an und wie gesagt, ich bitte das Mikrofon ausgeschalten zu lassen. Fragen, sobald Sie sich stellen, bitte sofort den Chat reinschreiben und ganz, ganz dringend per Hand aufhalten. Wir werden schauen, das ein bisschen im Blick zu behalten. Das Seminar und auch die nächsten Abende werden aufgezeichnet, wie ihr es gemerkt habt. Ich glaube, das ist für uns alle recht praktisch, um es danach noch nachschauen zu können. Mhm. Ja, leid, dass ihr es wisst und dass ihr bewusst seid, sozusagen, dass das Seminar aufgezeichnet wird. Darf ich nochmal bitten, die Mikrofone ausgeschalten zu lassen, wenn man sich nicht zu Wort meldet? Sollte es technische Schwierigkeiten geben, bitte melden. Ja, okay. Fein, dass es da seid. Ich freue mich jetzt einfach und ich würde jetzt gern in Thomas Girotto und in Ulrich Seitz übergeben. Danke. Vielen Dank, Ulrike Spitaler. Danke für diese Einladung. Wir werden uns jetzt an drei Abenden spezifischen Themen dieser Reform des dritten Sektors widmen. Heute ist ja ein historischer Tag, würde ich mal sagen, 23.11.2021. Es beginnt die Eintragung und die Implementierung dieses famosen Registers, nationalen Registers, von dem man so viel gehört hat und eigentlich noch nicht genau weiß, um was es eigentlich geht. Das werden wir versuchen, in den nächsten zwei Stunden heute schon einmal aufzugreifen und dann natürlich sehr auch ein bisschen ins Detail zu gehen. Die buchhalterischen und die steuerrechtlichen Aspekte sind einfach jene, die immer wieder auch für Kopfzerbrechen, für Zweifel, für Ängste sorgen. Und da muss man jetzt auch ein bisschen gelassen die Sache angehen. Man muss schauen, wie man das am besten hinkriegt. Jedenfalls möchte ich auch ein bisschen diese Ängste mit euch abbauen. Man kann das sehr gut in den Griff bekommen, aber man muss eine Vorahnung und man muss Kenntnisse über die Materie haben. Wir werden also mit Thomas Girotto, der eine oder die andere werden ihn schon kennen, dies sicherlich gut bewerkstelligen. Thomas Girotto ist unser in freiberuflicher Art und Weise Goldstück, würde ich mal sagen, in steuerrechtlichen Angelegenheiten, weil ich brauche hier keine Neuigkeiten oder keine umwälzende Information geben, in dem Sinn, dass ihr alle wisst, wie schwer es ist, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zu finden, die irgendeine besondere Beziehung auch zu uns im Ehrenamt haben. Es ist ein Thema, das in den letzten Jahren einige Neuerungen erfahren hat und es ist halt so, dass wer im Ehrenamt tätig ist, es ja selbst auch kennt, beruflich unter Anspannung, dann mit diesen ganzen Neuigkeiten und auch mit der Entwicklung, vor allem in den letzten 1,5 Jahren zwischen Corona-Pandemie und Reform des dritten Sektors, ist eigentlich auch einiges eingebrochen und jetzt gilt es, das Ganze auch zu reanimieren und in Einklang mit diesen Vorgaben der Reform des dritten Sektors zu bringen.
Ich habe es bereits einleitend gesagt, vieles baut auf dieses einheitliche staatliche Register auf, das die Basis, irgendwie die Grundlage für das ist, was auf uns zukommen wird. Und an diesem und vor allem an der Basis hängt eben auch dann der Inhalt, gerade wenn es auch darum geht, buchhalterische Neuigkeiten in Angriff zu nehmen. Und ganz wichtig, Zusammenarbeit mit den öffentlichen Körperschaften, Transparenz und Digitalisierung. Auch hier hat es einige neue Vorgaben gegeben. Auch hier gibt es Mittel, um diesen Vorgaben auch gerecht zu werden. Und da werden wir euch vor allem am letzten Abend genau in einer Woche dann zeigen, wie man sich da auch am besten behelfen kann. In dem Sinne würde ich jetzt, weil die Zeit ist knapp und wir werden versuchen, so gut wie möglich alles hineinzupacken, was wichtig ist, aber nicht ermüdend wirkt. Das ist auch wichtig. Es soll nicht ein Abend sein, der Sie schockt oder irgendwie auch dann noch mehr in eine Krise stürzt, sondern der Mut geben soll und der auch Freude geben soll, damit man die nächsten Dinge und die nächsten Initiativen, die man plant und die ja das Herzstück der Bildungsausschüsse sind, weiterbringt. Auf jeden Fall, das Ganze wird aufgezeichnet. Ulrike Spitaler, der ich von Herzen danke, weil sie das in die Hand genommen hat mit Marion und den anderen Kolleginnen. Vielen, vielen Dank. Wird so sein, dass wir natürlich jetzt auch, sollten heute nicht genügend Fragen abgearbeitet werden können. Schickt sie bitte Ulrike oder auch uns. Wir werden das dann über den Filter Ulrike weiterleiten und wir werden auch, wenn es jetzt bestimmte Baustellen gibt, die einfach besonders auf dem Magen liegen und da, wo man wirklich sagt, da kommen wir nicht weiter, da können wir auch noch spezifisch etwas anbieten, aber das werden wir dann mit Ulrike und mit den Kolleginnen auch abklären. Auf jeden Fall, Fragen sollen und müssen gestellt werden, sie müssen aber nicht alle heute gestellt werden, es gibt Zeit und über den 30.11. hinaus kann man auf jeden Fall dann immer wieder auch nachfragen. Wir werden dann auch über unsere Newsletter und ich lade Sie auch ganz herzlich ein. Wir haben bei uns beim Dienstleistungszentrum für das Ehrenamt eine Bibliothek eingerichtet. Das sind einige Webinars und einige sehr interessante Themen, die wir heuer behandelt haben, auch nachzuhören. Es kostet nicht viel Zeit, man kann sich da dokumentieren und es sind auch Unterlagen beigelegt, wenn man zu spezifisch einer Sachfrage Informationen braucht. Und jetzt das Wort an Thomas Girotto. Vielen Dank für eure zahlreiche Teilnahme und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Das ist das Wichtigste, darüber sprechen, darüber austauschen und einfach die Fragen stellen. Denn es gibt nichts Schwerwiegenderes, wie mit einem Zweifel leben zu müssen und wie ich das immer wieder auch erlebe, keine Lust mehr zu haben, gewisse Dinge anzugehen. Es gibt auch zu dieser Reform, wie ihr sehen werdet, nicht nur diese administrative Last. Es gibt auch sehr viele positive Vorzüge, die man hervorheben muss und kann und die auch weiterhin dieses Ehrenamt gerade auch in der Weiterbildung beflügeln. Ja. Danke, Uli, für die schönen Worte. Ich erlaube mir leider zu sagen, das Goldstück ist da nicht der Girato, das Goldstück ist das ganze DCT. Ich hoffe ja nicht der Girato da, ein ganzes Team hat ihn so direkt da auf die Beine gestellt. Wir beraten ja nicht nur was Stürm betrifft, sondern auch was Versicherungswesen betrifft. Rechtliche Fragen werden da geklärt, Eventmanager haben im Haus. Also das DCT ist, glaube ich, jetzt erlaube ich mir auch ein bisschen Werbung zu machen. Eine gute Anlaufstelle für alle Vereine, nicht gleich für die Bildungsausschüsse. Also das ist eine Einrichtung, die kostenlos die Beratungen anbietet. Deswegen, wenn ihr es noch nicht kennt, noch bitte unbedingt auf die Homepage schauen und da werdet ihr noch alles erfahren, was wir alles anbieten können. Also, jetzt haben wir knappe 2 Stunden Zeit. Wir haben ja das Programm auf 3 Runden aufgeteilt. Ich teile gleich mit einem kurzen Flyer, sodass wir ein bisschen gemeinsam eine Übersicht kriegen, was wir alles anbieten. Also heute ist das erste Treffen, wie der Direktor es angedeutet hat. Heute geht es um die Existenzfragen. Und stellen wir uns die Frage, ist das da uns etwas, was uns betrifft? Müssen wir ja da unbedingt rein oder können wir es auch leisten, da draußen zu bleiben? Was sind eben entsprechend Vor- und Nachteile? Und dann anschließend haben wir auch eine Checkliste, Frank,
den wir Ihnen genauer zur Verfügung stellen. Und das heißt, Ziel der heutigen Fortbildung soll sein, dass sich jeder Verein noch auch die Antwort geben kann, intern, ob ihm für das etwas sein kann oder ob er sich da vom dritten Sektor fremdhalten will. Wer den Schritt nicht gehen will, kann er sich auch die nächsten zwei Abende versporen, weil am zweiten Abend, da sind die Kassier und die Staatsmeister der Bildungsausschüsse gefragt und die entsprechenden Revisoren oder Kassaprüfer. Da werden wir prinzipiell die Bilanzzone anschauen und was für Auflagen im Zusammenhang mit der Bilanzierung und mit der Buchführung bestehen. Deswegen ein Tipp vielleicht, das ist bis zum Donnerstag vielleicht die Bilanzzahlen rausholt, nicht unbedingt 2020 und 2021, sind ja vielleicht nicht repräsentative Jahre, holt die 19er Bilanz raus, wo alles noch ein bisschen drin war in einem normalen Jahr. Das ist vielleicht noch auch konkreter, aufgrund von einigen konkreten Bilanzzahlen noch auch entsprechende Fragen stellen kannst und vielleicht da auch die Inhalte ein bisschen konkreter umsetzen kannst. Letzte Abend, da sind wieder alle eingeladen, aber vor allem auch die Schriftführer. Schriftführer sind in unserem Vereinskonstrukt die ganzen Papierkram überhoben, das heißt Protokolle, Führung, Bücher, die ganze Homepage vielleicht aktualisieren. Denn da schauen wir uns die ganzen Pflichten. Die Veröffentlichungspflichten schauen wir uns an und wie die ganzen formellen Auflagen, die im Zusammenhang mit Vereinsbüchern und Listen bestehen und vielleicht einen kleinen Ansatz zur Digitalisierung, siehe Back und Fisk Online. Wenn wir Zeit haben, anbieten, als Idee, dass man sich da für das Fisk Online vielleicht akkreditiert. Also das ist eben das Programm dieser drei Abende. Am heutigen Termin habe ich eine entsprechende PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Ich versuche jetzt einzublenden. Okay. Ich hoffe, man sieht sie. Kann mir jemand bestätigen? Sieht man sie schon? Okay. Mache ich auf Vollbildschirm. Also, heute geht es um die Reform des dritten Sektors, Vor- und Nachteile. Eintragung ins Rund. Also 5 Punkte haben wir vorgenommen. Letzte halbe Stunde, dass die für eventuelle Fragen freihalten. Fragen können Sie es auch während die Red auch in die Chat einschreiben. Ich schaue ab und zu ein. Oder vielleicht soll sich vielleicht jemand mit Mikro kurz melden, wenn ich auf die Frage nicht eingehe. Und sonst ganz zum Schluss gehe ich nochmal über den Chat rüber. Und was nicht in die Chat reinkommt, wie gesagt, bitte mir einen Sohn, der per E-Mail zusammen die Fragen bitte ans Amt, die werden wir noch bearbeiten. Also zum ersten Punkt, ganz ein bisschen Theorie, danach wird es praktischer, was ist gesetzlich neu? Also alle reden sich von Reform des dritten Sektors. Was heißt denn, was ist denn das, wie ist denn das zustande gekommen? Also die Reform ist eigentlich schon mit 2017 gestartet, mit dem Kodex des dritten Sektors. Es war ja das Bedürfnis, den ganzen Sektor neu zu definieren, also einheitlich zu definieren, denn bis dato hat es tausende Regelungen gegeben, nationale, lokale, regionale. Und das war alles so durcheinander, da hat man sich eben auf den Tisch gesetzt und hat alles jetzt in einem einheitlichen Gesetzestext zusammengefasst, das war eben der sogenannte Kodex des dritten Sektors, der dann die ganzen einzelnen lokalen Gesetzgebungen ersetzen wird. Aufgrund von dem ist die ganze Feinarbeit geleistet worden, das heißt, es ist noch mit einzelnen Ministerialdekreten oder Legislativdekreten da im Detail definiert worden und das heißt, im 3. Juli 2017 ist definiert worden, was die Sozialunternehmen sein, betroffen sein, da vor allem die Sozialgenossenschaften. Das 5-Promille ist neu geregelt worden. Die Sozialbilanz betrifft eigentlich leider großen Vereine, das heißt, die mit mehr wie 1 Million Einnahmen. Also bei den Bildungsausschüssen kann ich mir schwer vorstellen, dass jemand für eine Sozialbilanz machen muss. Aber das werden wir noch beim nächsten Abend vielleicht angehen, das Thema. Dann ein wichtiges Thema, das wir erst am Donnerstag angehen werden, das ist das neue Abrechnungsmodell.
also die neue Bilanzstruktur, wie die jetzt schon für 2021 zu gewährleisten ist. Und schlussendlich am 15. Dezember, September ist es rund definitiv geregelt worden. Das heißt, es sind die Kompetenzen definiert worden und da die Funktionsweise. Wie der Direktor schon angekündigt hat, der Runds ist mit heute definitiv ins Leben gerufen worden. Das heißt, ab heute findet die ganze Transmigration statt, also die ganze Umschreibung der Positionen vom Landesregister aufs nationale Register auf das Runds. Die Reform ist allerdings noch nicht ganz komplett. Es fehlen noch zwei Schritte. Das heißt, zum heutigen Datum haben wir noch zwei Sachen zu klären. Eins sind die Steuerregeln. Im Kodex des dritten Sektors, im Kapitel 10, sind die ganzen neuen Steuerregeln definiert, die dann in Zukunft das aktuelle Pauschalsystem ersetzen. Das aktuelle Pauschalsystem ist gemäß Gesetz 398 von 1991, das werden die meisten von euch kennen, das wird noch ersetzt durch das neue Pauschalsystem vom dritten Sektor. Allerdings fehlt da noch die Genehmigung der EU-Kommission. Die werden wir heuer mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht haben, die Genehmigung. Die wird erst wahrscheinlich, hoffe ich, in 2022 kommen. Das heißt, die neuen Steuerregeln, die greifen erst mit 1.1. des Folgejahres. Also deswegen getreu mit zu sagen, das aktuelle Pauschalsystem gemäß Gesetz 398 von 1991 wird noch höher greifen und auch noch das ganze nächste Jahr, erst mit 1. Januar 2023, greifen die neuen Steuerregeln. Also da haben wir noch Zeit genug, ins entsprechend zu strukturieren und ins das im Detail noch zu studieren. Oder werden wir auch entsprechend noch Seminare anbieten. Was auch noch fehlt, ist die Regelung der öffentlichen Spendensammlungen. Das wird da Thema sein vom nächsten Abend, also am Donnerstag. Da werden wir auch im Detail verstehen, was sind Spendensammlungsaktionen, sogenannte Spendensammlungsaktionen, und wie sind die dokumentiert. Eben, was noch offen ist, ist genau das. Wie sind die zu dokumentieren? Es gibt zwar schon Orientierungen, die wir eigentlich mitgeben werden, aber definitiv ist das auch noch zu klären. Das ist der heutige Stand, also im großen ganzen Zyklus, also der Kern der Reform ist definiert. Es fehlen halt einige Details. Was ist wichtig, also einmal zu verstehen, wer sind die Körperschaften des dritten Sektors? Also es sind drei Voraussetzungen zu erfüllen, um sich als Körperschaft des dritten Sektors zu akkreditieren. Einmal die Form, also die Form muss sein ein Verein, eine Stiftung oder ein Sozialunternehmen. Unter Sozialunternehmen fallen auch die Genossenschaften. Also erste Voraussetzung ist die Form, die Struktur. Zweite Voraussetzung ist, welche Tätigkeit ich ausübe. Also es sind Körperschaften des dritten Sektors. Jene Vereine, die eine Tätigkeit im Sinne von Artikel 5 des Kodex des dritten Sektors ausüben. Das geht schon. Ja, das heißt, Artikel 5, wir stellen dann den Gesetzestext auch zur Verfügung, können Sie es im Artikel 5 schauen. Im Artikel 5 sind alle Tätigkeiten aufgelistet, die per Gesetz im allgemeinen Interesse gelten, also als Tätigkeiten vom allgemeinen Interesse gelten. Es hat es in einer Standardsatzung, die ich zugeschickt gekriegt habe, schon zwei von den 24 Tätigkeiten ausgefiltert. Und zwar insbesondere geht es bei Eng um Erziehung und Unterricht und berufliche Vorbildung und Organisation und Ausübung von kulturellen, künstlerischen oder Freizeitaktivitäten. Es sind aber auch andere 22. Deswegen ein Tipp, schau es vielleicht auf den Artikel 5, was sonst noch angeboten wird in diesem allgemeinen Interesse. Vielleicht ist die eine oder andere Tätigkeit vielleicht auch interessant, die kann war im Fall in der Satzung zu ergänzen, falls jemand eben die Satzung noch nicht auf den letzten Stand gebracht hat, also noch nicht den Anforderungen des dritten Sektors angepasst hat. Also zweite Auflage, die Tätigkeit. Dritte Auflage, aber dritte Auflage kann auch erfüllt werden, wenn man die ersten zwei erfüllt, ist logisch die Eintragung im Verzeichnis des dritten Sektors. Es gibt aktuell schon Verzeichnisse, die auf lokaler Basis verwaltet werden. Das ist das Landesverzeichnis der ehrenamtlichen Organisationen. Entschuldigung, jetzt muss ich den Herbert stumm schalten. Die Dinge halt mal geben muss. Mach ich schnell. Herbert stumm schalten. So. Und die Elisabeth Hofer auch vielleicht.
So, sorry, jetzt bin ich wieder bei Enk. Okay. Es gibt momentan zwei Landesregister, eins das Landesregister ehrenamtlichen Organisationen und ein anderes Landesregister der Vereine zur Förderung des Gemeinwesens, die sogenannten APS auf Italienisch, Associazione di Promozione Sociale. Wer in diesen lokalen Landesregister eingetragen ist, der wird automatisch in dieses Einheitsregister des dritten Sektors im famosen RUNZ eingetragen. Also da findet eine automatische, sagt man, Transmigration statt. Unter der Voraussetzung, dass die Satzungen auch entsprechend angepasst wurden aufgrund der neuen Anforderungen. Okay, um eben weiterhin in diesen Register eingetragen zu bleiben, muss man halt die anderen zwei Voraussetzungen erfüllen, also die Vereinsform beibehalten und auch in diesen in eine von den 24 Tätigkeiten auch tätig sein. Also das seien die Voraussetzungen, also wer seine Körperschaft des dritten Sektors. Wer ist ausgeschlossen? Das per Gesetz ist auch definiert, wer da ausgeschlossen bleibt. Das seien die öffentlichen Körperschaften, die politischen Formationen, also die Parteien sozusagen, die Gewerkschaften, die Berufsvereinigungen, also die Assoziationi, die, wie heißt man sie? Die Interesse, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Leitungsminister stehen da Bauernbund von mir aus oder die Ordine dei Dottori Commercialisti, also die Interessensverbände, die was bestimmte Berufsstände, ständische Organisationen vertreten, nicht? Also die Bauern eben oder die Stuhlberater und so weiter. Arbeitgeberverbände und auch die Vereine, was von einer der oben genannten Organisationen kontrolliert oder koordiniert werden. Das heißt, die Bildungsausschüsse seien, glaube ich, nicht unter diesen Kategorien zu erfassen. Höchstens kann es sein, dass jemand von ENK kontrolliert ist oder koordiniert von einer öffentlichen Körperschaft. Es seien ja bei ENK im Verein auch die Gemeinden vertreten. Nicht? Man muss schauen, also Koordinierung und Kontrolle ist gegeben, wenn die Mitgliedschaft, also die Mehrheit der Mitglieder aus solchen öffentlichen Körperschaften zusammengesetzt ist. Ich glaube es eher nicht da, aber prüft es das. Also wenn Bank mehrheitlich öffentliche Ämter beteiligt sein als Mitglieder, dann erfüllt es nicht die Voraussetzungen. Aber glaubt es, ist Bank, also dürfte nicht ein Problem sein. Das heißt, anders gesagt, Vereine außerhalb des dritten Sektors seien die, was Gesetz ausgeschlossen sein, haben wir vorhin definiert. Die, was keine Tätigkeit von allgemeinem Interesse ausüben, also was nicht in diese 24 Kategorien laut Artikel 5 tätig sein. Und es gibt auch jene, die aus eigener freien Entscheidung nicht beitreten wollen. Es kann also, das sind zum Beispiel die Amateursportvereine, die halt können sich akkreditieren des dritten Sektors, haben aber nicht die großen Vorteile. Es werden vor allem jetzt um Steuervorteile, das heißt, die werden sich freiwillig mit großer Wahrscheinlichkeit nicht akkreditieren. Aber es kann auch sein, dass der ein oder andere Bildungsausschuss auch vielleicht nicht Interesse hat, sich zu akkreditieren als Verein des dritten Sektors, aufgrund der wenigen Vorteile, die er hat, und auf der anderen Seite auch viel Nachteil. Aber das werden wir jetzt noch im Detail durchgehen, was da ins Spiel gesetzt wird. Und daneben haben wir auf der anderen Seite die Vereine des dritten Sektors. Also es ist nicht ein Muss, ein Verein des dritten Sektors zu sein. Das will ich mal betonen. Es ist eine Gelegenheit. Es bieten sich große Ermäßigungen, es öffnen sich viele Türen, aber es ist eine freie Entscheidung. Auch was die Beiträge betrifft, jetzt ist es so, ich habe es mir gestern auch bestätigen lassen, von Eingang vom Amt, es ist nicht notwendig, ein Verein des dritten Sektors zu sein, um die Beiträge, Landesbeiträge zu erhalten. Also bis heutigen Datum ist es nicht notwendig. Allerdings ist die Tendenz auch in Zukunft jene, dass man Vereine des dritten Sektors bei der Beitragsvergabe, sagen wir mal so, privilegieren wird. Das heißt, die Mittel werden voraussichtlich vor allem in die Vereine zufließen, was gewisse Transparenz geben, also was eben beim dritten Sektor, beim RUNZ eingetragen sein. Aber das ist jetzt noch nicht der Fall. Jede Abteilung in der Landesverwaltung ist anders orientiert. Einige bei einigen Abteilungen sind die Ausschreibungen schon so formuliert, dass eben das ein
eine Voraussetzung ist. Bei anderen ist das kein Thema. Lass mal uns überraschen, was so alles auf uns zukommt. Tatsache ist, dass die öffentliche Hand in Zukunft halt da ein bisschen vorsichtiger sein wird. Es ist allen da allen das Problem vom Rechnungshof, nicht wie es wisst. Also die öffentliche Hand muss ja irgendwo rechtfertigen, wo die Mittel hinfließen. Mit Sicherheit seien sie eher gerechtfertigt, die Mittel, wenn sie in einen Verein zufließen, was transparent ist und was die Bilanzen prüfen, sozusagen, der beim Runds eingetragen ist. Deswegen im Zweifelsfall ist es allen empfehlenswert, auch in dieser Hinsicht sich akkreditieren zu lassen als Verein des dritten Sektors, damit wir auch in Zukunft nicht auf die öffentlichen Mittel, ich sage nicht zur Gänze verzichten müssen, aber halt vielleicht kürzer kämen. Das heißt, vielleicht leider mal das, was übrig bleibt, als Beiträge bekommen. Aber da will ich nicht voreilig sein, das soll noch jeder selber entscheiden, ob er da gehen will oder nicht. Okay. Ein Fokus auf die Vereine. Wir haben gesehen, also Körperschaften des dritten Sektors seien die Genossenschaften, seien die Stiftungen, was uns interessiert, sind aber jetzt prinzipiell die Vereine. Also die Ausschüsse sind, glaube ich, zu 99% als Verein strukturiert, deswegen machen wir einen Fokus auf die Vereine. Die Vereine des dritten Sektors können drei Formen bekleiden. Die erste, die am meisten verwendete Form, sind die EO, also die ehrenamtlichen Organisationen. Dann haben wir die Vereine zur Förderung des Gemeinwesens, VfG. Und dann haben wir eine sonstige, eine Kategorie der anderen Vereine, der sonstigen Vereine des dritten Sektors, die weder eine EO sein noch eine VfG. Wie unterscheiden sich diese, also die EO und die VfG, unterscheiden sich von der dritten Form aufgrund von der Ehrenamtlichkeit? Also in den ersten zwei Formen muss die Ehrenamtlichkeit überwiegend sein. Das heißt, die institutionelle Tätigkeit muss überwiegend mit eigener Kraft, mit eigenen Freiwilligen erbracht werden. Und so, das Gleichgewicht gewährleistet werden. Das ist auch definiert, wie das zu beziffern ist, aber da kommen wir dann nochmal zurück. In der dritten Form ist dieses Übergewicht nicht notwendig. Also in der dritten Form als sonstiger Verein könnte man unter Umständen die Tätigkeit auch mittels honorierter Arbeit erbringen. Das heißt, da muss ich nicht die Tätigkeit überwiegend mittels Freiwilliger erbringen, ich kann auch Personal anstellen, überwiegend und auch oder über mit Honorarbasis, die meine Mitarbeiter honorieren. Also da ist die Auflage nicht gegeben. Und das heißt, wie differenzieren sich jetzt die EO von der VfGs aufgrund von der Orientierung? Also eine EO orientiert sich überwiegend an die Öffentlichkeit. Das heißt, sie hat offenen Charakter. Der Nutznießer ist nicht klar definiert. Also das ist die Öffentlichkeit allgemein. Im Unterschied von der VfG, eine VfG orientiert sich hingegen überwiegend an die eigenen Vereinsmitglieder. Also das Angebot orientiert sich überwiegend an die Leute, was Mitglieder sein auf dem Verein. Das wichtige Wort ist überwiegend. Also einer VfG ist es natürlich nicht verboten, auch Tätigkeiten an die Allgemeinheit anzubieten. Es muss halt, die Tätigkeit muss halt überwiegend, hauptsächlich an die eigenen Mitglieder angeboten werden. Jetzt ein Bildungsausschuss, getreiben zu sagen, ist nicht unbedingt nur an die eigenen Mitglieder orientiert, bietet ja Fortbildung Fortbildung prinzipiell an alle, an die ganze Dorfgemeinschaft. Deswegen, ein Bildungsausschuss entspricht eher einer EO anstatt einer VfG. Aber das kann jeder noch selber entscheiden, wie er sich orientieren will. Okay? Dann, zum Runds, Thema Runds. Erstens einmal definieren, was ist Runds? Runds heißt, ist der Registro Unico Nazionale der Terzi Settore. Auf Deutsch ist es Einheitsregister des dritten Sektors. Der, haben wir gesagt, ersetzt, haben vorhin gesagt, die lokalen Verzeichnisse der ehrenamtlichen Organisationen und Verzeichnis der Vereine zur Förderung des Gemeinwesens.
Im Runz, haben wir gesagt, kann man sich in mehreren Formen akkreditieren. Es gibt 7 Sektionen im Runz. 3 Sektionen für die Körperschaften, was wir schon gesehen haben. Also eine Sektion für die EOs, eine für die VfG, Vereine für den Gemeinwesen, und eine Sektion für die anderen Körperschaften, was wir vorhin gesehen haben. Dann gibt es alle andere Sektionen für die philanthropischen Körperschaften, das sind die Stiftungen, die sozialen Unternehmen, darunter Sozialgenossenschaften, für die Netzwerke und dann für die Gesellschaften zur wechselseitigen Unterstützung. Also, wie wir vorhin gesagt haben, Bildungsausschüsse werden eher die erste Kategorie eingefallen als Ehrenamtliche. Okay, jetzt muss ich schon wieder jemand stumm schalten. Entschuldigung. Dann Oswald und Thomas. So. Okay. Okay, Zeitplan. Wie der Direktor schon gesagt hat, dann vom Runz her haben wir schon seit Jahren erzählen. Jetzt aber wird's konkret. Jetzt haben wir auch einen Zeitplan, wie das jetzt alles stattfinden wird. Der erste Termin war der 22.11., also gestern. Das war die Deadline für die neuen Eintragungen in den lokalen Verzeichnissen. Das heißt, bis gestern haben sich die Vereine noch beim Christoph Bichler oder beim Amt für Ausbeziehungen und Ehrenamt an das lokale Landesverzeichnis eintragen können. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ab morgen, ab 24. kann man sich jetzt offiziell beim Nationalen, beim RUNZ eintragen. Als Bezugsperson oder das Amt ist halt nur das Gleiche. Und beim Bichler Christoph, beim Amt für Ausbeziehungen und Ehrenamt. Allerdings ist er ab morgen nicht mehr als Landesverzeichnis da, sondern als RUNZ. Das Amt übernimmt praktisch die Zweigstelle vom Nationalen Register, der in Rom sitzt. Okay? Mit heutigem Datum beginnt die sogenannte Transmigration. Transmigration ist nicht die Seelenwanderung, was in der Regel hat nichts mit Seelenwanderung zu tun. Transmigration ist praktisch die Umschreibung der Positionen, die momentan im Landesverzeichnis sein, in das nationale Verzeichnis. Ich habe es schon gesagt, wer heute mittels Dekret vom Landeshauptmann beim Landesverzeichnis eingetragen ist, wird automatisch transmigriert aufs nationale RUNZ. Diese Operation wird mit 21. Februar beendet. Das heißt, bis 21. Februar muss der Bichler alle Positionen nach Rom geschickt haben. Und bis zum 31. Mai können die Vereine die eigenen Satzungen anpassen, also die Vereine, was schon beim Landesverzeichnis eingetragen waren. Also die Deadline, die vom 31. Mai ist mehrmals aufgeschoben worden, das ist jetzt aber die definitive, da wird es jetzt keinen Aufschub mehr geben. Das heißt, wer die Satzungen noch nicht angepasst hat und im RUNZ eingetragen bleiben will, muss innerhalb von diesem Datum die Satzungen anpassen. Wenn er sie nicht anpasst, dann wird vom RUNZ eine Mitteilung kommen, wo es steht, Achtung, enkel Satzung ist nicht konform. Es werden enkel noch 90 Tage Zeit gegeben, um das noch schnell zu machen. Wenn der Termin nicht eingehalten wird, die zusätzlichen 90 Tage, dann wird man aus dem RUNZ gestrichen, also man fällt aus. Das heißt, man muss einen neuen Antrag um Eintragung einreichen. Mit 21. Februar beendet die Transmigration. Das heißt, ab dem 22. Februar werden Sie in Rom die ganzen Positionen durchchecken, ob alle Vereine die Auflagen erfüllen. Erste Auflage ist eben die Satzungsanpassung. Zweite Auflage ist, ob mindestens 7 Mitglieder bestehen. Eine andere Kontrolle wird sein, dass jeder eine Back hat. Deswegen, wer noch keine hat, der muss sich unbedingt rüsten. Eine PEC-Adresse wird Voraussetzung sein. Bei den großen Vereinen, ob ein Kontrollorgan nominiert ist. Große Vereine definieren die Idee, was mehr als 220.000 Euro als Einnahmen haben. Aber das werden wir auch erst am Donnerstag besprechen. Das heißt, es werden alle Positionen durchgecheckt. Und wenn etwas fallen sollte, dann kommt eine Mitteilung aus Rom. Und da muss man innerhalb 20.08. die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um konform zu sein. Wer das innerhalb von dem Datum nicht macht, wird aus dem RUNZ ausgeschmissen und muss eben eine Neuantragung beantragen. Dann haben wir am 31.03.2023 ist die Deadline für die Eintragung der ONLUS-Organisationen
ONLUS-Organisationen, ONLUS-Register, das ist ein eigenes Register, das ist nicht das Landesverzeichnis. Also viele definieren sich als ONLUS, aber eigentlich sind es ONLUS nicht wie, also die, was beim Landesverzeichnis als EOs, als ehrenamtliche Organisationen eingetragen sind, das sind ONLUS di diritto. Also, aber das sind nicht die richtigen ONLUS. Die richtigen ONLUS sind die, was beim nationalen Register der ONLUS eingetragen sind. Ich glaube, kaum, dass jemand von euch das ist. Wenn es jemand von euch ist, dann wird die Organisation innerhalb 31.03.2023 sich entscheiden müssen, in welcher Form sie weitermachen als EO oder VfG oder sonstige Vereine des dritten Sektors. Also für die reinen ONLUS ist ein bisschen mehr Zeit. Okay, Vorteile. Also jetzt, ich rede mal jetzt erst einmal von den Vorteilen. Wie der Direktor gesagt hat, es wird viel gesagt von der Reform. Viele sehen die Reform als eine große Belastung. Viele sagen, das macht das Ehrenamt unattraktiv. Wir sehen das anders. Wir sehen als DCT die Reform als eine große Chance, eine große Bereicherung, weil endlich auch mit dieser Reform das Volontariat wirklich dann auch anerkannt wird, was in der Vergangenheit nicht unbedingt der Fall war. Die Vorteile sind vor allem steuerrechtlicher Natur. Also wer im dritten Sektor akkreditiert ist, also wer ein Verein, eine Körperschaft des dritten Sektors ist, garantiert dem Spendengeber einen Absetzbetrug. Das heißt, wenn ich als Girotto Thomas einem Verein des dritten Sektors etwas spende, dann kann ich meine Spende bis zu 35% absetzen. Bis zu, weil 35% garantieren die EOs. Alle anderen Formen garantieren eine Absetzbarkeit von 30%. Also die EO ist da am attraktivsten, weil die halt eben ein bisschen mehr an Absetzbetrug garantiert. Anders gesagt, ein Verein, was nicht beim dritten Sektor ist, ist in der Hinsicht uninteressant für mich als Spendengeber, weil ich kann mir die 100 Euro an einem nicht eingetragenen Verein nicht absetzen. Ein anderer Vorteil ist die Stolperfreiheit der gelegentlichen Fundraising-Tätigkeiten. Fundraising-Tätigkeiten, zum Beispiel das Wiesenfest, das Preiswatten, die Kalender, Ostereier, der Weihnachtsball. Also es gibt mehrere Formen, wie man Fundraising ausübt. Zu dem Thema, das ist eher eine Sturfrau, also bilanztechnische Angelegenheit, die werden wir auch erst am Donnerstag besprechen im Detail. Aber da, ich schicke es schon voraus, also ein großer Vorteil ist die Steuerbefreiung dieser Tätigkeiten, was in anderen Form nicht gegeben ist, also in anderen Form, also als nicht eingetragener Verein, seien die Einnahmen alle steuerrechtlich relevant, sowohl für die Mehrwertsteuer wie auch für die Direktensteuer. Das Gleiche gilt für den Verkauf von Selbstverstärkter oder von Waren, die wir geschenkt gekriegt haben. Im dritten Sektor sind die auch steuerfrei. Es gibt im dritten Sektor eine pauschale Körperschaftssteuer im Unterschied zum viel teureren. Also es gibt auch außerhalb des dritten Sektors eine ermäßigte, direkte Besteuerung, aber bei weitem nicht so günstig wie die im dritten Sektor. Das werden wir auch am Donnerstag sehen, wie günstiger das ist. Also, aber ich kann es schon vorausschicken, als Körperschaft des dritten Sektors zahlt man fast ein Zehntel von dem, was ein nicht eingetragener Verein an Steuern zahlt. Also aus der Hinsicht viel günstiger. Dann haben wir verschiedene Befreiungen, wie zum Beispiel der Gemeinde Immobiliensteuer, Stempelsteuer, Registergebühr, was vielleicht nicht viele betrifft, aber vielleicht die Stempelsteuer auf dem Bankkonto, das wird mit Sicherheit alle betreffen, als Verein des dritten Sektors seid ihr befreit. Deswegen, wenn einer von euch schon beim Landesverzeichnis eingetragen war und somit die ganzen sich schon als Verein des dritten Sektors akkreditieren kann, das soll gleich zur Bank hingehen und sagen, Achtung, ich bin stempelsteuerbefreit, soll es mal die Stempelsteuer nicht mehr belasten. Und dann, also das einmal die Steuern und da, was die ganzen Auflagen betrifft in Verbindung mit den Steuern, also Mehrwertsteuerpflichten, elektronische Fakturierung, Mehrwertsteuererklärung, periodische Mehrwertsteuermitteilungen. Das ist alles kein Thema, die Vereine des dritten Sektors unter einem bestimmten Limit, das sind vor den ganzen Auflagen
befreit, auch was die Buchführung betrifft, als formfrei, ohne Stempelmarke, ohne Zeitstempel, ohne vidimierte Register, alles nichts. Also es ist alles viel einfacher, auch von der Form her. Da braucht es unter Umständen auch keinen Steuerberater, das kannst du als Haus intern verwalten. Aber das sehen wir noch anders mit den Buchhaltern, mit den Schatzmeister, wie das noch zu machen ist. Dann ein großer Vorteil sein die Einnahmequellen. Als Verein des dritten Sektors öffnen sich viele Türen, was die Einnahmen betrifft. Vor allem was es 5 Promille betrifft, also und auch 2 Promille. 2 Promille betrifft die Kulturvereine. Als Bildungsausschüsse sei es Kulturvereine. Also 2 Promille gibt es erst seit 2 Jahren. Da haben sie die Voraussetzungen, beim 2 Promille zu akkreditieren. Das heißt, anders gesagt, wer nicht im dritten Sektor ist, hat da nicht Zugang zu 5 und 2 Promille. Beiträge der öffentlichen Körperschaften habe ich schon angedeutet. Jetzt die Tendenz wird das sein, dass die Beiträge eher Zensur fließen werden, was beim dritten Sektor sein. Die anderen werden in Zukunft nicht mehr so großzügig bedient. Aber da müssen wir schauen, wie sich die einzelnen Abteilungen orientieren. Gut, Spenden, Einnahmenquelle, zusätzliche Einnahmenquelle, Spenden, weil ganz einfach, weil es viel attraktiver sei für die Spendengeber aufgrund der Absetzbarkeit. Und eine wichtige Einnahmenquelle in Zukunft können die Konventionen mit der öffentlichen Hand sein. Wieso sehen wir das als großen Vorteil? Vor allem für die Bildungsausschüsse kann das eine große Chance sein. Momentan werden die Vereine vor allem durch Beiträge unterstützt. Das heißt, der Verein hat bestimmte Spesen zu tragen, die öffentliche Hand interveniert, spesendeckend, zusammen eben, wo der Verein nicht die nötigen Ressourcen hat, um die Spesen abzudecken. Also die Logik des Gießkannenprinzip, das ist jetzt langfristig nicht mehr vertretbar, weil das unterstützt eigentlich nicht, also das motiviert nicht, erstens nicht die Leute, ehrenamtliche Tätigkeit zu leisten und auch nicht große Einsparungen zu erwirtschaften, nicht? Weil je mehr du ausgibst, umso höhere Beiträge kannst du beantragen. Nicht? Das kann auch nicht die Logik sein, für die öffentliche Hand eine Körperschaft zu unterstützen. Deswegen die Logik in Zukunft wird eher die sein, dass sich ein Verein bei der öffentlichen Hand meldet und bei der öffentlichen Hand bekannt gibt, was er als leisten kann aufgrund der eigenen Ressourcen. Zum Beispiel ein Bildungsausschuss kann anbieten an die Gemeinde, dass er eine Bibliothek verwaltet, wo die Gemeinde nicht die nötigen Ressourcen hat, die zu betreiben. Das heißt, man schließt da eine Konvention ab mit der öffentlichen Hand, mit der Gemeinde. Die Konvention ist ein Dienstleistungsvertrag zwischen 2 Parteien, wo praktisch die öffentliche Hand, also die Gemeinde, diese Tätigkeit ausgliedert und einem Verein im Auftrag gibt gegen einen Preis, einem Stundentarif oder einer Pauschale, wie auch immer, wie man das halt regeln will. Das heißt, ich habe logisch dann bestimmte Auflagen zu erfüllen als Verein. Ich muss gewisse Öffnungszeiten, Qualitätsstandards garantieren, aber ich habe in der Form erstens einmal Sicherheit der Einnahme. Ich habe das vertraglich geregelt. Und ich kann mich eben in der Form auch besser verkaufen. Nicht, wenn ich im Stand bin, etwas anzubieten, da kann ich das in der Form am besten. Der Vorteil ist, dass die Einnahmen aus solchen Konventionen, wenn wir das als Verein des dritten Sektors machen, sind die steuerfrei. Also die Einnahmen sind da nicht zu deklarieren. Und vor allem, wenn die öffentliche Hand einen solchen Auftrag vergibt nach außen, vergibt an Dritte, also ausgliedert, in Outsourcing gibt, dann müssen die Körperschaften des dritten Sektors privilegiert werden. Das heißt, zuerst muss die öffentliche Körperschaft schauen, ob sich eine Verein des dritten Sektors anbietet und erst dann kann sie bei einem sonstigen Verein oder bei einer privaten Firma schauen, ob sich da jemand anbietet. Deswegen, es kennst du als Verein des dritten Sektors bei solchen Abschreibungen, seid du ganz vorne dabei. Es kennst du als Erste, ob es der Zugang zu solchen Konventionen. Deswegen, das wird in Zukunft bei den gut strukturierten Vereinen sicher ein großer Vorteil sein, wenn man sich beim dritten Sektor akkreditiert.
Dann Vorteil, den Vorteil sehen wir ja im Sinne von der Transparenz und mehr Sicherheit. Erstens im Interesse der Mitglieder. Wieso? Weil eben die Bilanzen eines freien Sektors seien erstens einmal öffentlich. Die werden ja auf dem Runds hinterlegt und seien somit für alle zugänglich. Und auch für die Freiwilligen. Also im dritten Sektor ist auch eine Versicherungspflicht vorgesehen. Zulasten des Vereins für die eigenen Freiwilligen. Das sehen wir dann noch, was das heißt. Und auch für Dritte. Dritte für einen Spendengeber. Also ich als Spendengeber wäre meine Spende dort hinten. Erstens, wo ich einen größten Absatzbetrug habe und wo ich auf der Gegenseite aber auch eine gewisse Transparenz habe, wo ich weiß, dass er beim Runds die ganzen Auflagen erfüllt und somit auch bestimmte, also wo ich davon ausgehen kann, dass da mit meinem Geld da mein Geld auch für institutionelle Zwecke eingesetzt wird. Deswegen, das interpretieren wir als auch einen großen Vorteil. Die Rovescio der Medaille, Vorteile. Ihr habt es schon angedeutet, aufgrund bei der Ehrenamtlichkeit gilt eine Auflage, und zwar als Verein des dritten Sektors müssen die EOs und die VfGs, das sind die zwei typischen Vereinsformen, also ehrenamtlichen Organisationen und Vereinsförderungsgemeinwesens, müssen die Tätigkeit überwiegend über Freiwillige erbringen. Und da gilt ein Verhältnis, das Verhältnis 2:1. Das heißt, für jeden bezahlten Mitarbeiter muss ich mindestens 2 Freiwillige vorweisen können. Bezahlte Mitarbeiter, in welcher Form auch immer, als Angestellter, auf Honorarbasis, mit Voucher, also mit Coco-Co, Coco-Pro, wie man sie alle heißen will. Die Substanz ist, wenn ich jemanden für eine gewisse Dienstleistung bezahle, dann gilt er als bezahlter Mitarbeiter, also sein Kopf muss ich mitsehen und für jeden bezahlten Kopf muss ich eben 2 Freiwillige vorweisen können. Jetzt bei einem Bildungsausschuss, wo viele Referate oder Fortbildungen stattfinden, wo auch eben das gang und gäbe ist, dass die Referenten auch bezahlt werden. Jetzt heute kommt, das weiß nicht, der Girotto und macht einen Kurs über Steuerrecht. Morgen kommt der Experte über ein anderes Thema, den wir auch bezahlen. Dann haben wir schon 2 bezahlte Mitarbeiter. Für die bezahlten 2 bezahlten Mitarbeiter muss ich mindestens 2 Ehrenamtliche vorweisen. Jetzt bei Enk hängt davon ab, auf der anderen Seite, also der Ausschlag geben, also um das auf die Ziffer zu bringen, das einfachste ist, zu kontrollieren, wie viele Zertifikationen Unike es in einem Jahr macht. Deswegen schaut es vielleicht in 2019, das war das letzte normale Jahr, wie viele CUs es gemacht habt, weil die CU widerspiegelt ja, wie viele Mitarbeiter ich gezahlt habe, nicht? Also wie viele Honorarnoten oder Angestellte ich honoriert habe. Wenn da haben wir vorgehört, dass ich in einem normalen Jahr 15 CUs ausgestellt habe, dann habe ich 15 bezahlte Mitarbeiter gehabt. Das heißt, wir brauchen in dem Verein mindestens 30 Freiwillige. Okay, Freiwillige, wie kann ich formell aufzeigen, wie viele Freiwillige ich habe? Das geht hervor aus dem Freiwilligenregister. Das Freiwilligenregister ist ein Thema, beim dritten Abend werden wir angehen. Also es ist ein eigens vorgesehenes Register, wo die Freiwilligen eben anzuführen sein. Aber kurzum, ein Bildungsausschuss ohne Volontariat wird im dritten Sektor nicht Platz haben. Also, und wo es eben da im Bedrängnis seid, wo es sagt, nein, ich bin da im Stand, nicht das Verhältnis zu gewährleisten, dann wird man auf den dritten Sektor verzichten müssen. Wobei beim Verhältnis 2:1 bei der bezahlten Mitarbeit muss man auch sagen, das Gesetz sagt, ich muss Leute Köpfe zählen, Leute bezahlte Mitarbeiter mitzählen, was effektiv institutionelle Tätigkeit erbringen. Das heißt, der Girotto, was Bank ein Referat macht, in Bezahlung, also ich mache da ein Referat über ein Thema, was eben an einige Mitglieder und an einige Nutznießer interessiert, dann bin ich im institutionellen Interesse da.
für den Honorarnote, was der Girotto in einem Verein macht für die Steuerberatung oder für die Steuererklärung, in der Rolle erbringe ich keine institutionelle Tätigkeit. Also in der Rolle kann man meinen Kopf aus der Berechnung rausholen. Geil, also da kann man auch, also die CU, wenn wir die CU, also die CUs zählen, dann kann man mit großer Wahrscheinlichkeit die CU vom Steuerberater wegnehmen, vom Rechtsanwalt, vom Notar und vielleicht auch vom Angestellten, der lei Buchhaltung macht, also der Angestellte, der mir lei Verwaltungstätigkeit macht, also keine Tätigkeit nach außen hin, er bringt seinen Kopf, kann man aus der Berechnung auch rausholen. Okay. Jetzt aber Ehrenamtlichkeit, lassen wir es bei dem, im Fall können wir nochmal. Jetzt gehe ich kurz auf die Fragen, die schon eine kommen. Präsentation wäre das kriegen, Ton ausschalten. Okay, ich glaube, warte, jetzt tue ich mal stoppen. Ulrike, also mach mir gleich Okay-Zeichen. Geh weiter, okay. Super, nein, weil oft einmal kriegen wir nicht mit, ob da jemand noch da ist. Wenn ich auf die Präsentation schaue, warum fein, wenn ich da live für mich rede. Okay, gehen wir zurück auf die Nachteile. Zweiter Nachteil, wir haben es gesehen, ist ein Vorteil. Also die Transparenz ist ein Vorteil für unsere Mitglieder, für die öffentlichen, für die öffentliche Hand mit Sicherheit und für meine Spendengeber. Auf der anderen Seite ist es aber auch für die, was noch intern im Verein sitzen, auch ein Nachteil, weil da verschiedene Pflichten noch mit verbunden sind. Die erste ist die Hinterlegung für öffentliche der Jahresabschlüsse und die Führung der Mitgliederbücher. Ein Jahresabschluss, den muss man ohnehin formulieren. Nicht, ob man beim Rund ist oder nicht, einen Jahresabschluss muss man ohnehin machen. Das, was man zusätzlich machen muss als Verein des dritten Sektors, ist, dass man die Bilanz halt noch auch beim Rund hinterlegt. Aber da interveniert das DCT, das heißt, an unsere Mitglieder können wir das als Dienstleistung kostenlos anbieten. Also da können wir die Auflage erfüllen. Für Mitgliederbücher, Mitgliederbücher seien vorgesehen im dritten Sektor, also seien verpflichtend. Hingegen als nicht eingetragener Register kann man auf die Bücher unter Umständen verzichten, sei es ist in der Satzung vorgesehen. Aber da werden wir auch noch schauen im letzten Abend, wie die Bücher zu führen seien. Und das ist alles nicht so dramatisch, wie es klingt. Also ich kann es schon andeuten. Es ist, Vidimierung ist leider bei einem Buch notwendig. Wobei die Vidimierung ist ein einfacher Stempel beim Gemeindesekretär und halt ist leider beim Register der Freiwilligen. Das ist kostenlos, das macht man einmal, lässt man sich 100 Seiten vorvidimieren, dann ist das getan. Also von den Formalitäten her, um das einmal zu sagen, ist das kein großer Aufwand. Ein großer Aufwand kann sein, kann die Kontrolle darstellen. Also erstens die Kontrolle durchs Runds, aber auf der anderen Seite ist die Kontrolle durchs Runds auch eine zusätzliche Garantie. Wieso? Weil es Runds, es hat sich einige Bilanzen, es der Runds sich einige Gremien, also wer da im Vorstand sitzt, wer im eventuellen Kontrollorgan sitzt. Und es kann sein, dass es ist noch nicht geklärt, welche Kontrollen da durchgeführt werden, aber mit Sicherheit auf die Bilanz zahlen, werden die einen oder anderen Kontrollen durchgeführt, vor allem um zu kontrollieren, dass da die gewerbliche Tätigkeit nicht überwiegend ist, aber ich traue mich zu sagen, bei Bildungsausschüssen ist die kommerzielle gewerbliche Tätigkeit allmarginal. Was das heißt, das sehen wir auch erst am Donnerstag, was die Marginalität betrifft. Deswegen Kontrollen vom Runds machen mir keine große Angst. Höchstens, was vielleicht eine große Herausforderung sein kann, ist das Kontrollorgan. Kontrollorgan, weil im dritten Sektor, wenn man ein Kontrollorgan einrichtet, dann muss im Kontrollorgan ein geprüfter Rechnungsprüfer sitzen, also ein Revisor, was beim Innenministerium akkreditiert ist mit Stempel und der wird mit großer Wahrscheinlichkeit das nicht kostenlos, also ehrenamtlich machen. Wobei zu sagen, Kontrollorgan müssen nur die großen Vereine einrichten. Ich habe vorhin schon gesagt, als groß definiert man die Vereine, was für
zwei Jahre in Folge drei der folgenden Limits überschreiten. Also mehr wie 220.000 Euro Einnahmen, mehr wie 110.000 Euro Vermögen und mehr wie 5 Mitarbeiter. Bei Bildungsausschüssen, glaube ich, wird keiner verhängt, diese Limits überschreiten. Deswegen ist das Kontrollorgan nicht einmal notwendig. Und wenn es eins hat, dann müssen wir klar definieren, mit welchen Aufgaben. Aber das werden wir auch im letzten Abend definieren, wie wir da am besten, wenn wir ein hausinternes Kontrollorgan erwähnen, nennen wollen, aber was nicht die Auflagen vom Rund erfüllt, dann ist stetig frei, aber dann müssen wir genau definieren, was da für Aufgaben und Verantwortungen da in dem hausinternen Kontrollorgan zustehen. Und das soll man auch nicht Kontrollorgan heißen, sondern anders heißen, Revisor oder Buchprüfer, wie auch immer. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Warte, und die Elisabeth stumm schalten. Schalten und Gerhard. So. Okay. Schon, jetzt muss ich mal ein bisschen Wasser trinken. Dann letzter Nachteil ist die Limitierung der Tätigkeiten. Ins vorhin gesagt, um ein Verein des dritten Sektors zu sein, muss man unter eine der 24 Kategorien, die in laut Artikel 5 vorgesehen sein, Platz haben. Also das eine von den 24 Tätigkeiten ausüben. Das heißt, es ist nicht verboten, auch andere Tätigkeiten auszuüben. Allerdings ist da ein Limit gegeben. Von 100 Einnahmen müssen mindestens 70% der Einnahmen bezogen sein auf eine dieser 24 Tätigkeiten. Das heißt, ja, das ist eine Limitierung, wobei ich glaube kaum, dass uns das kann man kaum vorstellen, dass jemand von Enk etwas anbietet, was nicht in der eigenen Satzung steht und was nicht im Sinne von einer, zumindest einer von den 24 Kategorien ist. Also die 24 Kategorien umfassen fast alles. Also muss man halt in der Satzung schauen, die so offen wie möglich zu halten, dass man ein bisschen alles überdeckt. Und wenn man auch nicht als Order deckt, da gibt es eben ein Limit, also bis zu 30% kann man sich da ausleihen. Aber was das konkret heißt, halt werden wir auch noch am Donnerstag sehen, wie man das bemisst. Und nach anderen, wir machen auch ein Rechenbeispiel, nach 6 ist das beste Auflage erfüllt. Aber eben, das ist mir ums Hingeschrieben, aber in einigen Fällen ist das keine große Limitierung. Bei anderen Vereinen, ist die große Limitierung gegeben durch Sponsoring. Also Sponsoring ist mit Sicherheit eine zweckfremde Tätigkeit. Also ein Verein des dritten Sektors darf nicht mehr wie 30% aus den Gesamteinnahmen über Sponsoring einnehmen. Wobei eben Sponsoring betrifft eher die Sportvereine, ich glaube kaum die Bildungsausschüsse. Okay, das waren die Nachteile. Da wird sich schon dran oder dran Gedanken gemacht haben, wo er da am ehesten tendiert. Wichtig ist, man muss die Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung nicht allein aufgrund des heutigen Tatsachen, also von dem, was es heute macht. Heute ist sowieso ein ungünstiger Moment, weil heute sind wir alle in der Pandemiezeit. In letzter Zeit wird nicht viel angeboten. Ich glaube, man sollte ein bisschen nach vorne schauen, was für Potenzial ist, was man noch als anbieten kann. Das heißt, man muss sich vielleicht Gedanken machen, was in Zukunft noch dazukommt, damit man auch sicher ist, dass man auch die ganzen Auflagen auch in Zukunft erfüllt. Das heißt, wenn man sagt, ich will in Zukunft vor allem aus Sponsoring leben, jetzt heute bin ich es nicht, aber in drei Jahren will ich 50% von meinen Einnahmen mit Sponsoring abdecken, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die Auflagen erfüllen. Oder ich will in Zukunft allerlei Personal anstellen oder allerlei mit Honorarbasis zahlen. Meine Volontari will ich allerlei so ab und zu einschalten, also nicht überwiegend. Na, das sind alles Tatsachen, die mich aus dem Brunz nicht die Möglichkeit geben, beim Brunz zu bleiben. Das heißt, wenn ich die ganzen Auflagen in Zukunft nicht erfülle, dann wird man sich aus dem Brunz ausdrogen lassen müssen. Was ist das Problem?
Das Problem ist, dass man bei Streichung aus dem Runz, ob man jetzt selber austreten will oder ob man vom Runz ausgeschmissen wird, in beiden Fällen greift die Devoluzione del Patrimonio. Auf Deutsch war es die Zwangsübertragung des Vermögens. Was heißt das? Das, was am Ende des Geschäftsjahres, wo der Grund, aus dem man ausgeschmissen wird, greift, also das Vermögen zum 31.12. von dem Jahr, muss einem anderen Verein des dritten Sektors verschenkt werden. Jetzt, wenn es ein Bildungsausschuss ist, der allein 100 Euro auf dem Bankkonto hat, dann passiert nicht viel, muss man halt die 100 Euro verschenken. Bei größeren Vereinen, wo vielleicht nicht allein Bankkonto ist, sondern auch vielleicht eine Immobilie oder wo oder sonst ein Anlagegut, ein Fuhrpark oder Einrichtung, das war es nie. Das Vermögen ist nicht allein das, was auf dem Bankkonto liegt, gell? Ist das alles, was also auch Immobilienbesitz und sonst auch Forderungen. Nicht? Das muss alles übergeben werden. Das heißt, anders gesagt, das Ausfallen aus dem Runz tut weh. Deswegen, wenn man nicht sicher ist, dass man auch in Zukunft die Auflagen erfüllt, um dort dabei zu sein, soll man vielleicht draußen bleiben, um nicht zu riskieren zu müssen, dass man morgen das ganze Vermögen noch verschenken muss. Entscheidung, ob man ob man den Runz geht oder bleiben will, weil man eben schon beim Landesverzeichnis eingetragen will, ist, die Entscheidung muss man innerhalb 31. Mai treffen. Wieso? 31. Mai ist ja der Termin für die Satzungsanpassung. Also bis zu dem Datum muss es eigentlich entscheiden. Jetzt die Frist gilt gleich für die Vereine, was beim Landesverzeichnis schon drin sein. Für die, was nicht akkreditiert sein beim dritten Sektor, also beim Landesverzeichnis, die Hell können in einem späteren Moment da erst entscheiden. Das heißt, wer heute beim Landesverzeichnis eingetragen ist und entscheidet und sagt, beim Runz bin ich unmöglich drin, ich fühle mich da zu eng, der sollte sich früher genug beim Runz melden und um die Austragung, einen Antrag um Austragung beantragen. Bezugskontaktperson ist halt noch der Bichler Christoph beim Amt für Ausbeziehungen und Ehrenamt. Es ist halt beim Gleichen. Die Austragung beim Verzeichnis macht man mit einem einfachen E-Mail, also keine ganz einfachen E-Mail vom Gesetz und Vertreter, wo einen Antrag stellt um Austragung. Also ich darf nicht abwarten, bis sich der Rundsbank meldet und wo er sagt, die Statuten sind nicht in Ordnung, reagiert bitte und dass sie ein Chaos schmeißen. Ich darf da ein bisschen im Vorhinein mich spontan melden und um die Austragung, einen Antrag um Austragung beantragen. Okay, danke kurz. Entschuldigung, richtig, 31. Mai 2022. Danke für den Hinweis in der Zeit. Es ist der 31. Mai 2022. Einen Fehler gemacht, sorry. Danke für den Hinweis. Okay, dann haben wir die Checkliste. Die Präsentation kriegst du ja noch zugeschickt. Ich erkläre gleich kurz, wie man die bedient, die Checkliste. Also wir haben auf zwei Seiten die Checkliste. Wir haben auf die Zeilen sein die verschiedenen Parameter, die Argumente, was entweder dafür oder dagegen sprechen. Wenn sie für den dritten Sektor sprechen, sind die Punkte da, sind sie in blau. Wenn es Argumente sind, was eher für die Nicht-Eintragung sprechen, dann seien sie da im Grünbereich. Da können Sie es jeweils auch abwiegen, wie relevant das eine oder andere Argument für Frank ist und entsprechend deine Punkte vergeben. Das heißt, wenn das Frank kein Thema ist, zum Beispiel Führung oder Mehrwertsteuerregister, Journal und Inventar, wenn du sagst, wir haben ja keine Partita IVA, wir machen keine kommerzielle Tätigkeit, dann ist das Frank. Die Relevanz ist doch null. Hingegen, wenn er sagt, für mich ist das schon ein Thema und das ist für mich ein Mordsaufwand, das mit der Fakturelektronika, Mehrwertsteuer, Erklärung hin und her, dann kann das je nachdem, wie sensibel es zu dem Argument sein, kann das ein schwerwiegendes Argument sein, dann kannst du es unter Umständen auch 4 Punkte vergeben oder wenn du sagst, nein, der macht das sowieso selber, ich bin doch fit. Das ist für mich nicht so belastend, dann ist es vielleicht gleich mit 1 bewertet. Also, du kannst es bewerten, wie schwerwiegend krank das Thema ist. Leider zu den einzelnen Themen, also Führung, Mehrwertsteuerregister, Journalinventar, haben wir schon gesagt.
Im dritten Sektor ist es auch formfrei. Das heißt, dort sind keine großen Formalitäten verbunden. Jetzt die Details werden wir noch im Donnerstag sehen. Freiwillige Spende haben wir angeleitet. Im dritten Sektor sind wir mit den Vereinten, der sich überwiegend aus freiwilligen Spenden finanziert und wo meine Spendengeber das unbedingt hoben will, sich die Spende abzusetzen, ist das ja ein Thema. Dann muss ich unbedingt im dritten Sektor sein, vielleicht sogar mit 4 Punkten beziffern, nicht? Weil das für meinen Spendengeber unbedingt ein Muss ist, sonst darf ich die Spenden nicht kriegen. Freiwilligkeit, das spricht eher für die Nicht-Eindrohung, also wo ich keine Freiwilligen habe oder nicht genug, um meine bezahlten Mitarbeiter gegenzugewichten, na, kann das ein Thema sein. Na, unter Umständen muss ich da eher da punkten als nicht eingetragener Verein. Versicherungskosten habe ich angeleitet. Also meine Freiwilligen muss ich versichern. Das ist im dritten Sektor eine Pflicht. Hingegen außerhalb vom dritten Sektor ist das keine Verpflichtung. Verpflichtend ist eine Haftschutzversicherung und eine Versicherung gegen Krankheit und Unfall. Es sind keine Turnversicherungen, also wir als DCT haben da mehrere Konventionen mit mehreren Versicherungsgesellschaften und im Durchschnitt kostet die Versicherung pro Position, also pro Freiwilligen, bei die 14 Euro. Deswegen, da logisch, hängt davon ab, wie viele Freiwillige es als solche braucht oder definieren will. Wenn wir auf 30 bezahlte Mitarbeiter haben und das heißt 60 Freiwillige vorweisen müssen, dann müssen wir 60 Freiwillige versichern. Das ist halt noch eine Kostenfrage. Genau, deswegen Versicherungskosten, also das ist Thema, wie teuer werden das, wenn das eben auf der Größenordnung ein paar tausend Euro kosten, dann ist das schon ein Thema, nicht was eher für die Nicht-Einbauung spricht. Fundraising, ja schon angeleitet, im dritten Sektor steuerfrei, ist auch ein Thema, was wir am Donnerstag angehen. Präsenz von Mitgliedskörperschaften, ich habe fast vergessen, das ist Bank sehr wohl ein Thema. Wieso? Als Verein des dritten Sektors in der Form von EO oder VfG, wie wir vorhin gesehen haben, könnt ihr sehr wohl als Mitglieder auch Körperschaften aufnehmen, also physische Personen, aber auch Körperschaften. In einer Standardsatzung, habe ich gesehen, ist es sogar vorgesehen, dass es mindestens eine Schule aufnehmen, seine Bibliothek und den Gemeinderat. Das sind also alles Körperschaften. Was ist denn da bei der VfG und bei der EO die Auflage? Die Auflage sagt, wenn es eine EO seid, dann müssen und es Körperschaften als Mitglied aufnimmst, du musst mindestens die Hälfte dieser Körperschaften die gleiche Form des Vereins haben, wo sie beteiligt sein. Also müssen sie mindestens 50% ebenfalls EOs sein. Hingegen, wenn ich für eine VfG bin, ein Verein zur Förderung des Gemeinwesens, dann müssen mindestens die Hälfte meiner Mitgliedsorganisationen VfGs sein. So, was nehmen wir an? Wir sind im Bildungsausschuss Kaltern. Wir haben die Gemeinde, wir haben die Bibliothek und was weiß nicht, die Schule. Und nehmen wir an, das sind alles öffentliche Körperschaften. Dann brauche ich mindestens andere 3 EOs in meinem als Mitglieder. Jetzt beim einen oder anderen kann das ein Problem sein. Also viele Bildungsausschüsse nehmen parallel auch andere lokale Vereine aus dem Dorf auf. Nicht? Muss man halt schauen, dass mindestens eben die Hälfte dieser Organisationen, was wir aufnehmen, die gleiche Form haben, was wir auch haben. Hell, jetzt geht es eigentlich im Mitgliederregister durch, schaust, ob das Verhältnis gewährleistet ist. Bei vielen Vereinen muss man erst erforschen gehen, welche Form sie haben, ob sie EOs sind oder VfGs. Die meisten sind EOs, kann ich eigentlich schon andeuten. Deswegen ist da der Hinweis, sich als EO zu akkreditieren, auch in dem Sinne wichtig, weil eben als VfGs hätte das schon zu Schwierigkeiten, genug VfGs zu sammeln. Okay, aber das kannst du aufgrund von einem Mitgliederregister gleich mal kontrollieren und schauen, ob das für einen ein Problem sein kann. Also wenn das ein Problem sein kann, dann wird es da mit Sicherheit eine
eher ein 4 vergeben müssen, nicht? Wenn es das Verhältnis bei weitem nicht gewährleisten könnt. Nächste Seite, Pensionen mit öffentlichen Ämtern, haben wir schon angedeutet, also des dritten Sektors, ob es das erste steuerfrei, kannst du das steuerfrei machen und kannst viel besser punkten wie ein nicht eingetragener Verein. Wenn die Konvention und Bank kann immer sein, euch Punkte 0, wenn es schon einige habt und der ja jetzt neu erneuern müsst, dann unter Umständen müssen wir das ordentlich auch beziffern, also mit entsprechenden Punkten vergeben. Übergewicht der gewerblichen Tätigkeit, gewerbliche Tätigkeit, kommerzielle Tätigkeit. Am Donnerstag werden wir sehen, was wir unter gewerbliche Tätigkeit definieren. Gewerbliche Tätigkeit, um es einfach zu machen, ist das, was wir mit Partita IVA machen. Also die Vereine, was Partita IVA haben. Man darf mit der Partita IVA nicht mehr Einnahmen haben, wie das, was wir ohne Partita IVA als Einnahmen erwirtschaften. Also ohne Partita IVA im Sinne von Mitgliedsbeiträgen, von öffentlichen Beiträgen, von Spenden und so weiter. Also da darf mir eben über die Partita IVA nicht mehr als institutionelle Einnahmen erwirtschaften, wenn wir ein eingetragener Verein sein wollen. Als nicht eingetragener Verein, also wenn wir nicht beim Rund sein, ist das Gleichgewicht eigentlich nicht zu gewährleisten. Übergewicht der anderen Tätigkeiten, habe ich schon angedeutet, alles, was man außerhalb von der eigenen Satzung macht, Sponsoring haben wir angedeutet, also wenn es im Limit von den 30% seid, oder also es gibt ein anderes Verhältnis, ich habe gesagt vorhin, auf 100 Einnahmen darf das Sponsoring höchstens 30% ausmachen, oder das Sponsoring darf höchstens 66% der Kosten ausmachen. Also auf der Kosten, wenn wir das aufgrund von den Kosten belegen, da ist meistens mehr Spielraum. Aber man muss das in einer oder in der anderen Variante gewährleisten. Wenn da nicht Platz ist, dann eben kann man das nicht in Form eines Vereins des dritten Sektors machen, muss man eher da die Form eines nicht eingetragenen Vereins in Anspruch nehmen. Kontrollorgan, aber das ist auch ein Thema, leider aber für die Großen haben wir gesagt, für die, was mehr als 220.000 Euro Einnahmen haben und mehr als 110.000 Euro Vermögen, beziehungsweise 5 Mitarbeiter, 5 oder 2 Promille, haben wir auch schon angedeutet, gehört leider mit dem dritten Sektor. Und die getragene Saison als, ich weiß nicht, wie großzügig ist es, Punkten Welt, ist kostenlose Beratung des DZT, also beim DZT, wir betreuen eigentlich per Statut, also ich sage nicht ausschließlich, aber wir kostenlos darf man leider die Vereine des dritten Sektors beraten. Das heißt, als nicht eingetragener Verein kannst du es gerne kämen, aber allerdings darf man eigentlich da die Beratungen unter Umständen nicht kostenlos anbieten. Dann habe ich noch drei Punkte, letzte Zeile. Überlassen jetzt da, das sind meiner Ansicht nach die wichtigsten Argumente. Es kann aber auch andere Argumente sein. Da können Sie im Fall auch andere Argumente, was dafür oder dagegen sprechen. Vielleicht war es die Transparenz, ich frage nicht unbedingt gewollt, weil im dritten Sektor ist eben die Bilanz noch öffentlich. Das haben wir auch erlebt, es sind bestimmte Vereine, vielleicht was politisch orientiert sein oder aus irgendeinem Grund nicht unbedingt kommen will, dass jeder Einsicht nehmen kann in eigene Finanzzahlen. Na, der Verein im dritten Sektor nicht die Möglichkeit haben, das zu verheimlichen, also wird er sich nicht beim uns eintragen lassen. Aber da, mir ist es noch klar, ob da sonst noch Argumente sein, was vorne sprechen. Ich habe in meinem Register 20 Ehrenamtliche. In einem Ausnahmejahrprojekt habe ich 15 Referenten. Bin ich da nicht in Ordnung? Nein. 15 Referenten, das sind 50. Wenn also ich gehe davon aus, die 15 Referenten alle gezahlt kriegen, wenn es bezahlte Referenten sein, dann müssen wir aufgrund von den 15 bezahlten Referenten mindestens 30 Volontari vorweisen. In meinem Register Ehrenamtlichen habe ich somit mit meinen 20 Leuten nicht genug, da brauche ich mindestens 30. Okay, aber jetzt der, was ich
gemeldet hat, die Helga, bitte noch am letzten Abend nochmal sich zuzuschalten. Das Thema werden wir noch im Detail am letzten Abend nochmal angehen. Und da werden wir vielleicht werden wir das ein bisschen ein paar, ich sage nicht Tricks, aber gibt es auch Möglichkeiten, das anders zu dokumentieren, um vielleicht das zum Problem zu umgehen. Aber bitte, gell, Helga, das überlassen wir auf letzten Abend. Okay. Spielregeln. Also da war ein Wunsch zu definieren, was sind da die Spielregeln im dritten Sektor? Was muss man da alles beachten? Was darf man machen, was darf man nicht machen? In welcher Form müssen wir das dokumentieren? Die Spielregeln habe ich schon definiert. Der Herr hat es schon definiert, sobald es die Anchor-Verein gegründet hat, sobald es eine Satzung formuliert hat. Das heißt, die Spielregeln sind von der Satzung schon definiert, beziehungsweise das, was in der Satzung nicht hervorgeht, hat es unter Umständen vielleicht sogar in einer internen Geschäftsordnung definiert. Es sind ja bestimmte Sachen, Angelegenheiten, was in der Satzung nicht unbedingt Platz finden, zum Beispiel, das weiß nicht, wenn der eine Bildungsausschuss ein Lokal zur Verfügung hat und dieses Lokal auch dritt zur Verfügung stellen will für, das weiß nicht, für Geburtstagsfeiern oder für die Musik, das weiß nicht, und da eine Hausordnung für die Nutzung dieser Lokale besteht, wie viel es kostet, in welchen Uhrzeiten, wie die Reinigung funktioniert, die eventuelle Kaution hin und her. Das sind alles Sachen, was man nicht in der Satzung regelt. Das ist Bestandteil einer Geschäftsordnung. Aber eben, das sind die zwei Argumente, wo eigentlich alles schon definiert ist. Mit dem Unterschied, dass man die Regeln aus der Satzung allemlei über eine Mitgliederversammlung ändern kann. Also für eine Satzungsänderung braucht man eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit entsprechenden Mehrheiten. Also im Normalfall braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Hingegen das, was wir intern in einer Geschäftsordnung definieren, das ist eine interne Angelegenheit, die greifen ja nicht in die externen Verhältnisse, das sind ja Regeln, was interne Geltung haben. Das heißt, die können wir unter Umständen auch noch nur mittels einem Vorstandsbeschluss ändern. Also das ist ziemlich unkomplizierter, da die Regeln neu zu definieren. Deswegen mein Vorschlag, um zu verstehen, was die Regeln sind, nehmen wir eine Satzung durch und dort aufgrund von der Standardsatzung durchgehen. Jetzt hoffe ich, dass wir mal stoppen, dass sie nochmal teilen. Die ich mir vorstellen kann, die meisten Vereine auch angewendet haben. Das ist eine Satzung, die schon konform ist mit den Auflagen des dritten Sektors. Die habe ich jetzt vom Amt, vom Landesamt ja schon zur Verfügung gekriegt. Und da habe ich in grün hervorgehoben, was da die wichtigen Aspekte sind. Wieso will ich jetzt die Satzung durchgehen? Weil viele sehen die Satzung als eine reine Formalität, aber in Wirklichkeit ist da alles definiert. Dem müsste man sich als Vorstandsmitglied zumindest einmal im Leben durchgelesen haben, weil da ist wirklich alles drin. Und was? Also einmal ist der Name, da fehlt schon bei vielen. Also in der Satzung ist der Name definiert. In dem Fall Bildungsausschuss, im Punktelen EO. Das ist die Bezeichnung. Das heißt, die Bezeichnung müssen wir in alle offiziellen Dokumente noch verwenden. Vielleicht sogar im Briefpapier, auf der Homepage, im Impressum, wenn wir uns bei jedem Amt melden. Also das ist der offizielle Name. Und der Kürzel EO ist auch wichtig. Also das ist also EO, es heißt so, wenn es die Auflagen erfüllt, beim Landesverzeichnis eingetragen zu sein, gestern und morgen, dann rund, dann könnt ihr den Kürzel EO verwenden und solltet es auch verwenden. Wichtiger Bestandteil ist auch die Sitz. Jetzt sehe ich in der Standardsatzung nicht die Straße auch anzugeben. Muss nicht. Also wichtig ist, die Gemeinde zu definieren. Und ich darf da, dort ist das ordentlich geschrieben. Jetzt, okay. Dort ist das auch schlau formuliert. Also wenn man innerhalb von der Gemeinde einen Sitz verlegt in eine andere Straße, dann muss man nicht nochmal die Satzung ändern, dann kann man das mit einem Vorstandsbeschluss machen. Okay. Dann kann man die Straße gerne hinschreiben. Okay, aber Sitz ist zum Definieren. Was wichtig ist, ist auch, Überschüsse dürfen nicht unter den Mitgliedern verteilt werden.
definiert ein Ente Non-Profit, also eine Non-Profit-Organisation, ist genau durch das gekennzeichnet. Viele meinen, eine Non-Profit-Organisation ist dadurch gekennzeichnet, dass sie keine Gewinne erwirtschaftet. Falsch. Gewinne dürfen es machen. Jetzt logisch, ideal ist nicht, dass es jedes Jahr Gewinne macht und den akkumuliert. Aber es ist gang und gäbe, dass man ein Jahr einen Gewinn macht, dann im Folgejahr wieder einen Verlust. Das gehört dazu. Eine Ente non-kommerzial, also eine Non-Profit-Organisation, ist dadurch gekennzeichnet, dass diese eventuellen Gewinne, diese Überschüsse, nicht an die eigenen Mitglieder verteilt werden. Also es darf nicht wie eine Kapitalgesellschaft Dividenden ausschütten, oder Gewinne ausschütten, hellisch verboten. Aber es müssen nicht unbedingt Gewinnausschüttungen sein. Man kann Überschüsse auch in indirekter Form verteilen. Und da muss man auch aufpassen. Zum Beispiel, wenn in der Gemeindeausschuss, wenn der Bildungsausschuss in Miete ist, bei einem Privaten, und dieser Private ist auch Mitglied des Vereins. Und der Mietzins ist nicht vertretbar. Also es ist ein überhöhter Mietpreis, den es auf dem Markt nie hätte gezahlt. Das ist eine indirekte Gewinnausschüttung. Das heißt, das Mitglied kriegt da einen Markt, also nicht einen marktkonformen Mietzins. Das heißt, indirekt jetzt ist da Gewinne ausschütten. Deswegen da müssen wir aufpassen, dass da auch Markt, also vor allem in Verhältnissen mit, also bei Dienstleistungen oder bei Mietverhältnissen, so in dem Fall mit Vereinsmitgliedern, müssen wir allem aufpassen, dass da auch marktkonforme Preise ausverhandelt werden, um nicht den Verdacht auf indirekte Gewinnausschüttungen aufzuwerfen. Und da, wenn die Person vielleicht sogar im Vorstand sitzt und in einem Interessenskonflikt steht, dann sollte man solche Verträge, Dienstleistungsverträge und Mietverträge also schriftlich machen. Also Mietverträge sowieso, aber auch die Dienstleistungsverträge, machen wir einen Dienstleistungsvertrag. Den Dienstleistungsvertrag sollte man auch mit einem Vorstandsbeschluss genehmigen, wo sich der direkt Betroffene, wenn eben der direkt Betroffene im Vorstand sitzt, auch der Stimmabgabe entnimmt, also er sich da nicht bei der Stimmabgabe nicht beteiligt, um eben den Interessenskonflikt irgendwie zu umgehen, also um zu vermeiden, dass uns denn jemand beanstandet. Ein wichtiger Punkt sind die Tätigkeiten vom allgemeinen Interesse. Aus Artikel 5 habe ich jetzt schon mehrmals nominiert. Im Artikel 5 sind die 24 Tätigkeiten aufgelistet. Jetzt habt ihr also die Ich habe dort zwei in einem Standardstatut ausgewählt, Erziehung und berufliche Vorbildung, Organisation und Ausübung von kulturellen, künstlerischen oder Freizeitaktivitäten. Geht es bitte durch, wenn es jetzt die Satzung nochmal überarbeiten ist oder vielleicht, weil eben aufgrund von den Inforum, der sich herausstellt, dass da vielleicht einiges zu konservativ formuliert wurde und somit die Satzung vielleicht anzupassen ist. Schaut bitte auf alle Punkte, vielleicht habt es andere Punkte auch, wo es Tätigkeiten anbietet. Es kann auch sein im Sport von mir aus. Es gibt auch eine Tätigkeit, einen Punkt für die Amateursport, fürs Amateursport oder vielleicht da ist leider von Kultur und Erziehung die Rede, aber bei einem Bildungsausschuss kann auch die Pflege der Landschaftspflege-Thema sein oder Umweltthemen, da gibt es auch eigene Kategorien, kannst du schauen. Wichtig ist, dass ein Angebot da Platz hat. Deswegen schaust du nicht das, was es heute anbietet, sondern das, was es vielleicht übermorgen dann in normale Zeiten dann anbieten willst und schauen, dass es das Platz findet in eins von den 24 Punkten. Dann da sind die üblichen Sachen, was der Verein machen muss, ein Jahresprogramm, aber das ist das überlasse ich eigentlich, das Wissen des Vereins, Selbstverständlichkeiten. Das, was bei Eng als vorgesehen ist, das ist eigentlich nicht im dritten Sektor vorgesehen, aber das ist etwas Typisches für die Bildungsausschüsse, Institutionen, wie gesagt, Schule, Bibliothek, Gemeinderat, ich habe das da hervorgehoben, weil wir eben den Engpass haben, da als EO müssen wir, wenn wir Körperschaften aufnehmen,
sagen, das soll die Mehrheit von den Körperkraften EU sein. Dann, was die Aufnahme betrifft, das entgeht ein, viele, du hast es formuliert, brauchst ein schriftliches Ansuchen. Also die Mitgliedschaft ist mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages nicht gelöst. Also für das erste, für die, was sich zum ersten Mal als Mitglied bewerben, muss ein schriftliches Ansuchen gerichtet werden an den Vorstand. Und der Vorstand muss darüber beschließen. Also der Vorstand muss dann in der darauffolgenden Vorstandssitzung in der Tagesordnung einen Punkt einfügen, Aufnahme eines neuen Mitgliedes. Es wird hervorgehoben, dass der Verein oder die Person XY einen Antrag gestellt hat. Es stellt sich heraus, dass keine Gründe vorliegen für die Nichtaufnahme. Das heißt, mit einstimmig wird die Aufnahme des Mitgliedes akzeptiert und ab dem Zeitpunkt ist diese Person auch offiziell ein Mitglied des Vereins. Also die Formalität müssen wir einhalten. Also das ist kein Automatismus in Mitgliedschaft, das muss über den Vorstand immer begutachtet werden. Die Einsichtnahme in die Vereinsbücher ist auch ein Recht, das wir unsere Mitglieder gewähren müssen und die Einsicht nur aufgrund von schriftlicher Anfrage. Das heißt, da muss wer da Einsicht nehmen will, muss eben einen schriftlichen Antrag stellen. Ein wichtiges Thema ist auf der Pflichtenseite ist die Zahlung des Mitgliedsbeitrages. Wobei steht eventuell, also ein Verein, Vermittlungsausschuss kann beschließen, einen Mitgliedsbeitrag zu verlangen, wie auch nicht. Diese Entscheidung hat die der Mitgliederversammlung überlassen, und zwar im Rahmen von der Bilanzgenehmigung. Meistens lasse ich eigentlich ja auch einen Haushaltsvoranschlag genehmigen. Und im Haushaltsvoranschlag ist im Fall auch sein Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen vorgesehen. Das heißt, indirekt, wenn Sie einen Mitgliedsbeitrag, einen Haushaltsvoranschlag genehmigen, dann genehmigen Sie auch einen Mitgliedsbeitrag. Wenn der Mitgliedsbeitrag definiert ist, dann ist es auch eine Pflicht, den zu leisten. Anders gesagt, wenn es eine Pflicht ist, ist die Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages auch ein Grund für den Verlust der Mitgliedschaft. Und das darf ich da einordnen, als wo es über die Erlöschung der Mitgliedschaft schreibt, fällt es da ein. Also die nicht, wenn einer den oben liegenden Pflichten nicht nachkommt. Eine Pflicht ist nicht ein Mitgliedsbeitrag, so als wenn einer den nicht leistet, ist er raus und kann die Person aus dem Register löschen. Jetzt im letzten Abend werden wir schauen, wie man das formell macht. Also da müsste man also im Normalfall vielleicht ein Mahnschreiben machen, sich vielleicht einen Zeitraum geben, wo man vielleicht eine Toleranz gewährt, aber dann, das muss man von mir aus definieren, formell, dass man darf noch nicht, das muss objektiv geregelt sein, wie das funktioniert, also ab wann jemand aus dem Mitgliedsregister gestrichen werden darf. Jetzt muss ich gleich schnell rennen, jetzt haben wir schon 19:30. Muss ich schnell gehen. Gell? Wirtschaftliche Rechnung, Kassenbericht, werden wir am Donnerstag berichten, wie das zu gewährleisten ist. Ordentliche Mitgliederversammlung ist der Termin ganz eng, innerhalb Jänner. Im Dolunz sagt innerhalb 30. April, ich habe es da ganz konservativ Ende Jänner eng als Termin gesetzt. Okay. Eine Einladung muss man da machen, also die Mitgliederversammlung. Und da also Einladung mindestens 8 Tage vorher. Die Vertretung als Delege, also die Vollmachten, jeder maximal eine andere Person vertreten. Laut uns kann es maximal 3 sein. Jetzt habe ich das auf eine beschränkt. Satzungsänderungen bedarfen der 2/3 Mehrheit am Ratschungstag wie über eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Eventuelle Geschäftsordnung, also die Statuten sehen das vor, dass man eine Geschäftsordnung im Fall auf die Beine stellt. Die Vorstandsmitglieder müssen entweder selbst Vereinsmitglieder sein oder Mitgliedsorganisation des Bildungsausschusses sein. Da habe ich Zweifel. Im Idealfall, wer im Vorstand sitzt, muss als physische Person auch Mitglied eines Bildungsausschusses. Also nicht als Vertreter von einem Bildungsausschuss, der Mitglied ist. Also im Idealfall soll
diese Person sich physisch auch als Mitglied beteiligen. Die Helga schreibt mir, der 31. Jänner ist definiert, weil es der Termin ist fürs Ansuchen beim Amt für Weiterbildung. Wobei, ja, okay, wobei beim Amt, glaube ich, ist nicht unbedingt notwendig, dass es eine genehmigte Bilanz ist. Aber da kann mir entsprechend im Fall des Amts da eine Information geben. Es kann auch ein Entwurf sein und die Genehmigung, offiziell genehmigte Bilanz kann im Fall noch reichen. Können wir stoppen. Wie sieht es die Ulrike? Muss es bis 31. Januar muss die Bilanz auch genehmigt sein über die Mitgliederversammlung oder ist das Kämmererlei eine Botza einreichen? Nein, das ist jetzt schon vorgesehen. Das muss eigentlich schon die genehmigte Bilanz sein. Okay, das heißt, wir sind jetzt also mit dem sind wir bis jetzt ganz gut so gefahren. Okay, noch bleiben wir bei dem. Bei dem bleiben wir auf alle Fälle. Jawohl, okay. Va bene. Ich geklärt. Rechnungsprüfer, das Thema haben wir vorhin schon angedeutet. Ich kann es gern intern einen Rechnungsprüfer ernennen. Also, es ist nicht das Kontrollorgan, wie es per Gesetz definiert ist, weil dann brauchen wir erstens einen geprüften Rechnungsprüfer und seine ganz andere Tätigkeiten auszuüben und da entsprechende Verantwortungen. Also da werden wir einen Tipp geben, wie wir das am besten, wie wir den Rechnungsprüfer definieren. Und das im Rahmen von der Nominierung, dass wir da im Protokoll einschreiben, dass das ein Rechnungsprüfer ist, der live für das zuständig ist und nicht im Sinne von Artikel 30 des Kodex des dritten Sektors. Also da werden wir eigentlich die Hinweise. Die Auflösung definiert mit Mehrheiten und der Rest Biomena ist Standard. Aber da eben, jetzt sind wir sie leicht schnell überflogen. Jetzt bitte die Statuten noch mindestens einmal durch. Und nach wie es, ob es richtig ist oder nicht. Jetzt ist das, glaube ich, die letzte Folie. Jetzt will ich noch durchgehen. Das zum Thema Vereinsleben. Also das ist ein wichtiges Argument, deswegen habe ich da eine eigene Folie. Für das formuliert, es geht um einen Vermögensschutz. Ich glaube, wir sind da im Volontariat. Das heißt, im Volontariat ist das Minimum Syndikale, was da zu gewährleisten ist, ist, dass da die Ehrenamtlichen und vor allem die, was im Vorstand sitzen, nicht da zusätzlich das eigene Privatvermögen aufs Spiel setzen. Deswegen haben wir da ein paar Tipps mitgegeben, wie man das eigene Privatvermögen schützen kann. Das erste Thema ist, also ich bin eher der Meinung, dass man mit einer guten Versicherung das eher abdeckt. Eine Versicherung der Freiwilligen, die ja so ohnehin per Gesetz vorgesehen ist, vielleicht eine spezifische Versicherung für Großveranstaltungen. Wenn man ein großes Event macht, dann kann man sich ja da eine entsprechende Versicherung machen lassen für das Event. Das habe ich auch nicht gesehen. Die kostet nicht viel für ein Event mit 1000 Leuten. Kostet die 80 Euro, aber zumindest haben wir eine Ruhe. Ein wichtiges Mittel, um es zu schützen, ist auch ein Haushaltsvoranschlag. Jetzt, ich weiß nicht, ob alle von Enk so einen Haushaltsvoranschlag formulieren und sich dann auch genehmigen lassen. Wieso ist das auch zum Vermögensschutz wichtig? Weil der Haushaltsvoranschlag ist, oder das Budget, wie wir uns auch heißen wollen, gibt ein Mandat dem Vorstand. Das heißt, die Mitgliederversammlung sagt, okay, ich gebe dir grünes Licht, um diese Ausgaben zu tätigen, was da in diesem Haushaltsvoranschlag definiert sein. Das heißt, ein Mitglied, wenn da in dem Budget definiert worden ist, dass ich für das Event 5.000 Euro an Ausgaben tätigen darf, dann kann mir im Nachhinein das Mitglied nicht mehr sagen, du hast für das Event zu viel Geld investiert, du hast da Vereinsvermögen entfremdet. Das ist nicht inhärent mit unserem Mandat, mit unserem Ziel. Da kann der Vorstand sagen, liebes Mitglied, das war im Haushaltsvoranschlag so definiert, du hast mir grünes Licht gegeben, das auszugeben in der Form, ich habe mir meine Regeln gehalten, das kannst du mir nicht mehr beanstanden. Wenn hingegen, der Haushaltsvoranschlag muss logischerweise eingehalten werden, also alles, was wir außerhalb von dem Rahmen ausgeben oder investieren, ist logisch, müssen wir noch in die Mitglieder noch in der nächsten Mitgliederversammlung jemanden gegenüber vertreten. Nicht? Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Instrument,
was eben, wo wir uns eben gegenüber Mitgliedern vor allem schützen können. Dann gibt es die Möglichkeit auch der Rechtspersönlichkeit. Aber den habe ich willkürlich als letzten Punkt angeführt und das habe ich angeschrieben, auch in einigen Fällen die Rechtspersönlichkeit zu beantragen. Wieso in einigen Fällen? Weil Rechtspersönlichkeit ist auch mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber zuerst definieren wir, was bedeutet Rechtspersönlichkeit. Also ein Verein, ob eingetragen oder nicht eingetragen, bei uns unabhängig, also alle Vereine können um die Rechtspersönlichkeit beantragen, einen Antrag stellen, das ist ein eigenes Verzeichnis. Ein Verein mit Rechtspersönlichkeit heißt, dieser Verein haftet gegenüber Dritte für eventuelle Verpflichtungen oder Schulden nur mit dem eigenen Vereinsvermögen. Das heißt, anders gesagt, der Gläubiger darf nur das, was der Verein an Vermögen hat, hoben, mehr darf er nicht hoben. Das heißt, wenn ich meine Forderung nicht befriedigen kann mit dem Vereinsvermögen, dann kann ich leer aus. Hingegen, bei einem Verein ohne Rechtspersönlichkeit kann ich als Gläubiger, wenn das Vermögen vom Verein aufgeschöpft ist, wenn da nichts mehr zu holen ist, dann kann ich ein Recht auch bei allen, die, was im Namen und auf Rechnung des Vereins gehandelt haben, einfordern. In erster Linie bei den Mitgliedern des Vorstandes. Also wenn meine Rechtsforderung von 4.000 Euro kann ich beantragen beim Präsidenten, beim Vizepräsidenten, beim Kassier, also alle, bei denen, alle die, was im Vorstand sitzen. Jetzt, es gibt Präzedenzfälle, vor allem da werden die meisten bekannt sein, von dem Bub, was eben auf der Rutschbahn in der Schwimmhalle gelähmt war und wo der Vorsitzende vom Verein also den Hof aufs Spiel gesetzt hat, hätte der Verein die Rechtspersönlichkeit gehabt, hätte der Gläubiger in dem Fall aufgrund von einem Schadensanspruch das Privatvermögen vom gesetzlichen Vertreter nicht angreifen gekannt. Jetzt, das heißt nicht, dass es jetzt alle um die Rechtspersönlichkeit rennen muss, weil die kostet etwas. Also man muss da erstens die Satzung durch einen Notar beglauben lassen, also sein erstes Notarspesen zu tragen. Und man muss auch eine Kaution garantieren, also ein Mindestkapital von 5.500 Euro. Das muss man eben auf ein Sportbuch vinkulieren. Es bleibt eigentlich Anker-Geld, aber über das Geld darfst du nicht verfügen. Und bei den meisten Bildungsausschüssen hapert es noch schon bei dem, scheitert es schon an dem, weil es das Geld nicht verfügbar hat. Deswegen sage ich, Rechtspersönlichkeit muss man sich erstens einmal leisten können, finanziell. Und zweitens ist das wirklich in Extremfällen ein Argument. Also in den meisten Fällen kann man das mit einer guten Versicherung besser abdecken. Ich sage oft einmal, ist eine Versicherung sogar besser wie die Rechtspersönlichkeit. Ich war eher der Meinung, investiere mir lieber in eine gute Versicherung. Das heißt, meine Freiwilligen, wenn ich nicht wirklich das Minimum haben will, was 14 Euro kostet, dann sage ich zu meinem Broker, du hast mir maximal ein bisschen lauern, dann kostet es vielleicht 20 Euro oder dafür habe ich meine Ruhe. Habe ich aus der Hinsicht keine Risiken. Und ich glaube kaum, dass einige Vereine große Verpflichtungen eingehen, wo es noch nicht mehr in Stand seid, die zu honorieren. Große Verpflichtungen im Sinne von große Darlehen aufnehmen oder große Spesen in Kauf nehmen, wo die finanzielle Deckung unsicher ist. Also ich glaube, eben die Rechtspersönlichkeit wird bei den meisten Vereinen uninteressant sein. Und wenn jemand Frank vielleicht nicht ganz überzeugt ist, dann käme es nochmal zum DCT und werden wir eigentlich überzeugen, dass es mit anderen, auf andere Wege auch, vielleicht nicht so aufwendige Wege auch geht. Okay. So viel zum Thema. Die Zeit ist leider knapp geworden. Jetzt bin ich 5 Minuten drüber. Sondern seien leider mal 18 Minuten, nehmen wir uns die 20 Minuten für eventuelle Fragen. Das steht schon satt drin. Bildungsausschuss wurden 2 Personen kopiert. Müssen diese selbst einen Antrag und Aufnahme in den Bildungsausschuss stellen? Also, Bildungsausschuss per Satzung ist definiert, wer im Ausschuss sitzt, müssen Mitglieder sein. Das heißt, wenn sie nicht Mitglieder sein, dann müssen sie erst Mitglieder werden.
müssen Sie also zuerst einen Antrag um Mitgliedschaft stellen und dann erst darf man sie kooptieren. Wobei, wenn es kooptierte Leute sind, Achtung, gell, die Hell haben, sind nicht stimmberechtigt, bis nicht die Mitgliederversammlung diese Kooptierung ratifiziert hat. Das heißt, die können bei der Versammlung teilnehmen, dürfen mitreden, aber nicht abstimmen. Das heißt, bei der nächsten Mitgliederversammlung, die wir an die Tagesordnung um einen Punkt Ratifizierung der kooptierten Bildungsausschussmitglieder und dann erst, wenn die Mitgliederversammlung das grüne Licht gibt, ab dem Zeitpunkt seien diese Mitglieder im Bildungsausschuss auch stimmberechtigt und also handlungsfähig, sagen wir so. Bei Aufnahme im Bildungsausschuss kooptiert, okay. Typisch Bürokratie, okay. Es ist keine anderen Fragen. Kann sich jemand aber gerne melden bei mir. Jetzt, Ulrike, vielleicht hast du vielleicht etwas zu ergänzen, was Sie nicht gesagt haben oder vielleicht was nicht vertreten, was ist denn nicht vertreten als Amt oder wo wir vielleicht ein bisschen strenger sein müssen? Nein, im Prinzip nicht. Also ich lerne ja halt viele Sachen durch die auch kennen, muss ich sagen. Also es waren ein paar Dinge, die mir jetzt auch nicht so ganz bewusst gewesen sind. Also wie gesagt, für mich ist es einfach wichtig zu sagen, dass die Finanzierung von den Bildungsausschüssen auf alle Fälle durch die Existenz der Bildungsausschüsse schon gesichert ist. So. Das ist einfach so für mich ein bisschen ein wichtiger Punkt, dass das Benamt für Weiterbildung einfach, dass die Frage sich einfach nicht stellen wird. Okay, noch werden wir einen anderen Stück vielleicht zu dem Thema, vielleicht zum Thema Haushaltsfondsschlag auch ein paar Minuten in das investieren, wo wir vielleicht erklären, wie man einen Haushaltsfondsschlag formuliert. Mhm. Gell? Okay. Ja. Können wir auf alle Fälle machen. Und schon, ich denke, wo wir jetzt ein bisschen zu diskutieren haben, was mir jetzt auch ein bisschen neu war, ist die Geschichte mit den Freiwilligen. Also es ist schon, wie die Irene oder die Helga geschrieben haben, es ist schon, wenn ich mehrere Vorträge mache oder jemand für einen Abend zahlt, dass ich noch das ganze Jahr über zwei Freiwillige haben muss, die was ich da eintragen kann, halt ist sicher ja. Eine happige Geschichte, wo ja, es gibt da auch eine andere Lösung, Plan B, nicht? Wir haben gesagt, die Auflage besteht live für die EO und VfG. Ja. Es gibt aber auch eine dritte Form. Das sind die sonstigen Vereine des dritten Sektors. Bei denen gilt die Auflage nicht. Logisch, sind die Vereine noch halt von der steuerrechtlichen Seite halt nicht so großzügig bedient. Das heißt, bei denen, sie haben erstens nicht das Pauschalsystem. Das heißt, die zahlen ein bisschen mehr an Steuern. Sie haben wenn sie eine Mehrwertsteuerposition haben, müssen sie Mehrwertsteuererklärung machen. Aber es kann ja sein, dass die Vereine, was das Problem von dem Volontariat haben, vielleicht keine gewerbliche Tätigkeit machen. Das heißt, dass in den Fällen die steuerrechtlichen Aspekte vielleicht irrelevant sein und sich den Luxus leisten können, sich als sonstigen Verein des dritten Sektors zu akkreditieren. Nicht? Das muss man halt zu Fall noch analysieren. Vielleicht tut das in einem oder anderen nicht einmal so weh, die Steuervorteile nicht zu haben, nicht, was eine EO und eine VfG haben. Mhm. Ich sehe gerade, das ist eine Frage von Moritz Demetz. Ja. Hallo, guten Abend. Mein halber Verwandter, gell? Hallo Moritz. Ja, hallo Gäste. Hallo. Damals folgendes. Wir haben durch also unglaublich viele verschiedene Konstellationen angesprochen. Mir fällt ein bisschen Inzere, also Bildungsausschuss St. Christina. Wir seien anscheinend ein sehr einfach gestrickter Verein mit Beitrag der Gemeinde, mit vielleicht ein paar hundert Euro an Bücherverkäufen, die wir über das Jahr machen. Und vielleicht noch 50 Euro von gewissen Vereinen, die Zelte mieten. Und dann machen wir klassische Vorträge und also Referentenvorträge und Ausstellungen und so weiter. Mir schließt sich eigentlich, und ich kann mir vorstellen, dass andere Kollegen in anderen Bildungsausschüssen auch so
einfach gestrickt sein wie mir. Ich mache einen Jahresabschluss, der sich bei mir praktisch auf 1,5 Seiten Kontoauszug begrenzt im Jahr. Der Jahresabschluss sein ist nicht einmal eine ganze A4-Seite. Deswegen hat sich mir bis jetzt noch nicht erschlossen, wieso wir in das Rund eintreten sollten. Die Information, die mir bis jetzt kommen, war, dass wir draußen bleiben. Aber zum Beispiel hast du gesagt, dass Führung, IWA-Register und Steuererklärung und so weiter, die wären dann in dem Moment für uns Voraussetzung. Aber das haben wir bis jetzt auch nicht gemacht. Was verpasse ich da jetzt? Na, das Erste, was wir klarstellen müssen mit Ulrike, ob es als nicht eingetragener Verein im dritten Sektor weiterhin auch von der öffentlichen Hand unterstützt wird. Das ist einmal das Erste zu definieren. Ulrike, sie sagt ja. Okay, das ist einmal die wichtige Information. Weil eben der Luxus kann man es nicht leisten, nicht auf die Beiträge zu verzichten. Okay. Dann, also du hast zwei Einnahmen erwähnt, wo ein bisschen eine Grauzone ist. Du hast einmal erwähnt, Verkauf von Bücher, kommerzielle Tätigkeit. Selbstkostenpreis. Okay, also das ist ein wichtiges Element. Da musst du mit dem Thema eben argumentieren. Ich muss sagen, das ist nicht ein Verkauf, das ist die Gegenpartei leistet einen Kostenbeitrag. Mhm. Wenn sich das auf einen Kostenbeitrag limitiert, das heißt aber, das musst du dokumentieren. Auf der Kostenseite habe ich 100, auf der Einnahmenseite habe ich 99. Ja. Okay. Okay, dann ist das vom Tisch. Und eine andere Einnahmeposition ist die Vermietung der Zelte. Ja. Gleiches Thema, Kostenbeitrag. Mhm. Jetzt da ist, Kosten ist da, ist Investition. Tut man sich ein bisschen schwer, das zu kommentieren. Aber da, glaube ich, muss man ein bisschen mit Kopfverstand argumentieren. Genau. Jetzt, die Kamera bleiben lassen. Das heißt, ich weiß nicht, was es da für Preise verlangt für die Miete. Wenn's, ich glaube, im ganzen Jahr sind es 150 Euro. So. Okay, Kamera bleiben lassen. Nicht zu reden. Genau. Nein, glaube ich, muss es das nicht einmal deklarieren, macht es keine Stür erklären. Aber er wird es in Zukunft, also er kann es auch als nicht eingetragener Verein so handhaben. Er ist, also in einem Fall effektiv, momentan ist das Bedürfnis nicht, sich da kreditieren zu lassen. Aber eben, wenn es nicht heute ist, du vielleicht noch übermorgen, wenn du übermorgen sagst, jetzt unbedingt will ich, bietet es auch an, was mir was Spende machen will, er will sich hochsetzen. Mhm. Ja. Dann müssen wir es halt einen Schritt gehen. Mhm. Aber Stress habe ich es nicht. Ja. Beim dritten Mal, wenn das dritte Mal passiert, dann mache ich es. Genau. Also ein Appell, wenn jemand St. Christine Bildungsausschuss unterstützen will, wie eine Spende im Fall, machen wir auch die Registrierung von uns. Dankeschön. Okay, gerne. Jetzt vielleicht in einer oder anderen eben. Fällt jetzt ein, dass man sich ausdrucken lassen will, wie gesagt, beim Register, also ich will nicht das jetzt, dass die durch meine Referatheit das bewirkt. Ich glaube, der dritte Sektor ist interessant halt, und die öffnet viele Türen. Also wer schon eingetragen ist, der soll unbedingt schauen, da zu bleiben beim dritten Sektor. Und die ganzen Auflagen, was damit verbunden sein, da will ich nochmal anbieten, da steht das DCT zur Verfügung. Wir bieten ja alles, was sonst auch ein Steuerberater machen kann. Wir geben die Ausbildung, um die Bilanzen zu machen. Wir geben ein Tool einzubieten, um die Bilanz hausintern zu machen. Wir bieten eine Steuerberatung und umständlich machen wir einen 77er. Wir haben einen Rechtsanwalt im Haus, bei der Satzungsanpassung sowieso kann man unterstützen. Also die ganze Bürokratie darf die Lust auf der Hand nicht verlieren lassen, unbedingt nicht. Also uns zu sagen, wir lassen das. Okay? Ja, aber es ist auch das wichtig, klar zu wissen, was auf einen zukommt. Und deswegen sind wir schon ganz froh. Wie gesagt, das mit den sonstigen Vereinen müssen wir vielleicht, glaube ich, auch noch mal ganz kurz nach besprechen. Wobei die sonstigen Vereine. Helga hat die Frage das ist gestellt. Erst ab morgen, weil ab morgen kann man sich erst beim Runds eintragen. Die sonstigen Vereine hat es bis heute nicht einmal gegeben, weil bis heute hat es ja leider die 5G und DOs gegeben. Ab morgen im Runds gibt es eben die dritte Form A. Deswegen, das ist jetzt fresco. Wir müssen erst verstehen,
Es war jetzt die Ersten, was so an Gründen. Müssen wir zuerst schauen, dokumentieren, wie da die Satzungen zu formulieren sein, was konkret man da machen kann. Also da lassen wir uns ein bisschen Zeit, dass wir uns auch ein bisschen da, dass ein bisschen drüber geschrieben werden. Dann werden wir eigentlich erzählen, ob das effektiv eine Alternative war für die Bildungsausschüsse. Wieso nicht? Oder Vereinsnetzwerke. Es gibt auch die Möglichkeit der Vereinsnetzwerke. Das ist auch etwas Neues, was jetzt startet. Ja, aber auch dort, also große Volumen. Ja, für große Volumen. Jetzt gerade in der Bildung könnte man sich unter Umständen auch vor Augen halten, dass natürlich auch eine Zusammenarbeit mit anderen Provinzen und Regionen möglich ist. Aber auch das muss noch abgeklärt werden. Also es sind noch einige Baustellen offen, philanthropische Körperschaften. Also da gibt es sehr viel, was noch auf dem Markt ist, sogenannterweise, aber das im Detail und im Inhalt noch definiert werden muss. Ja. Da kann ich sagen, zum Thema Ehrenamtlichkeit, die Kontrollen von der Gleichgewicht. Jetzt, Hund muss erst einmal operativ werden. Das war jetzt vor 2023, genau, teilweise zu sagen, wird zu dem Thema eine kontrolliert. Deswegen wichtig ist einmal, beim Runds eine zu kommen, ob als EO oder 5G, in welcher Form auch immer. Dann im Fall kann man jederzeit eine Umwandlung andenken, weißt du? Jetzt haben es auch einige in der Runs und dann, bevor die Kontrollen starten, im Fall machen wir eine Umwandlung von einer EO in ein ETS Generico, wenn es gerade sein muss. Okay, das müssen wir mal ein bisschen weiter verfolgen, weil ich denke, das Thema ist schon wichtig. Wie gesagt, die Definition, was Freiwillige überhaupt sein, also ob das jetzt das alles sein, die versichert sein. Ja, wobei zu Thema Versicherung, das ja. Gesetz sagt, versichern müssen wir leider Idee was kontinuierlich auch über das ganze Jahr ehrenamtlichen Tätigkeit ausüben, nicht was gelegentlich etwas machen. Also zum Beispiel eine Projektarbeit ist schon zu wenig. Also eine Projektarbeit ist oft so, dass man sagt, da hat sich jetzt für 2-3 Wochen, für auch 2 Monate eine Gruppe zusammengesetzt. Also dort ist laut Artikel 18 dieses Kodex des dritten Sektors keine Verpflichtung da, dass ich diesen freiwillig Aktiven, der zwar in einer gewissen Regelmäßigkeit ein Projekt betreut hat, aber der Gesetzgeber sagt, ja, da muss mir schon nachgewiesen werden, dass der kontinuierlich das gemacht hat. Natürlich kontinuierlich ist auch in der Interpretation eine schwierige Auslegung, aber wir haben bei vielen Experten auch nachgefragt, kontinuierlich heißt für den Gesetzgeber, er muss jedes Monat etwas nachweisen. Also nur für spezifische Dinge darf man da sicherlich nicht andenken, dass man da einen Versicherungsschutz im Bereich jetzt bei euch braucht. Ja, es gibt natürlich Tätigkeiten, wo man anderen Gefahren ausgesetzt ist, wenn man mit Kindern und Jugendlichen, mit Senioren zusammenarbeitet, wenn man am Menschen, also wirklich auch körperlich, physisch arbeitet, da ändert sich natürlich etwas. Aber so im Grunde kann man das so stehen lassen. Okay, also die Freiwilligen müssen nicht versichert sein, aber ja. Ich kann sie trotzdem angeben, damit ich meine Pflicht erfülle. Genau. Okay. Aber das gehen wir ja noch an einem der nächsten Abende nochmal. Ja. Nein, da braucht man eine ordentliche Vertiefung. Ja. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Okay, gibt's. Deine Frage: Gibt es ein vorgefertigtes Formular für die Beantwortung der Aufnahme in den Bildungsausschuss? Dann kannst du es eigentlich hausintern konstruieren, ganz normal, wo man einfach die Daten angibt, die nach der Verein braucht, um die Person im Mitgliederregister aufzunehmen und offiziell mit diesbezüglich schreiben, stehe ich einen Antrag um Aufnahme in den Verein und Schluss nehmen. Und da meine Daten sind so folgende, also ziemlich formfrei. Wann ist jemand ein ehrenamtlicher Mitarbeiter? Was muss er dafür tun, auch nur eine Stunde mitarbeiten? Ist der Direktor schon geklärt. Back ist Voraussetzung. Ja, bitte. Also denkst an diese Back. Also lange wurde es ja ein Thema,
braucht man nicht. Ohne Back kommt man jetzt effektiv nicht mehr weiter. Deswegen also, wer jetzt Schwierigkeiten hat, ich glaube, der Thomas hat es auch vorher schon gesagt, kann den kostenlosen Dienstbauch beantragen bei uns. Dann erledigen wir das. Mit Back ist sehr oft in Südtirol vor allem auch Speed gekoppelt. Also Speed und Back würde ich beides anlegen, weil es ist einfach bei gewissen Themen kommt man mit beiden Dingen ohne beide Dinge nicht mehr weiter. Ja, wie gesagt, rein für die Beiträge jetzt brauchst du nicht, aber ja. Das ist eben die Frage nachher. Welche Form will man uns geben? Pandemie sicher auf einen großen Vorteil, nicht? Ja, Vorteile auf alle Fälle. Da war jetzt noch eine Frage von der Elisabeth Bircher. Ja, ich habe eine Frage, und zwar folgendes. Also ich bin seit ziemlich frisch, also seit 2,5 Jahren im Bildungsausschuss. Und ich habe bei uns noch nie eine Mitgliederliste gesehen. Die gibt es bei uns nicht. Das sagen wir bitte nicht in der Chat, wo das Land sitzt. Noch werden wir. Tut mir leid, ich bin zwar Vorsitzende, aber übernommen, weil es niemand anders mehr getan hat. Okay. Wir hören uns morgen. Ja. Am letzten Treffen ist das auf der Tagesordnung, wie man die Bücher führt und wie man die Register führt. Ja. Werden wir zusammen ein paar Tipps geben, wie man die, wie man erstens mal verstärkt, wer die Mitglieder sein. Hinweis kann schon sein, wer einen Beitrag gezahlt hat. Nicht? Wenn es einen Mitgliedsbeitrag vorsieht, dann schauen Sie, wer in den letzten 365 Tagen einen Beitrag geleistet hat. Ist keiner vorgesehen. Nein. Okay. Elisabeth, aber das kennen wir ganz gut. Also am 30. bitte zuhören, am 30.11. Und wir haben auch Unterlagen. Wir können es auch hören. Ich lasse Ihnen dann diese Vorlagen, das ist nichts Weltbewegendes, aber das können Sie verwenden für diese Damen und Herren, die dann vorkommen. Und das werden wir relativ schnell richtigstellen. Ja, hoffen wir. Weil so, wie Sie da gesagt haben, zwecks Steuererklärung. Wir zum Beispiel haben einen Steuerberater im Bildungsausschuss. Okay. Haben Sie auch eine Partita IVA? Eine Mehrwertsteuernummer? Eine normale Steuernummer. Na, unbedingt den Donnerstag zulassen. Na, vielleicht. Ja, tut mir leid, ich bin heute unterwegs gewesen und bin erst später gekommen. Na, unbedingt am Donnerstag werden wir über das Thema berichten. Und vielleicht können Sie auf den Steuerberater noch verzichten, wenn es hausintern jemanden hat, der ein bisschen mit Excel fit ist. Weil ich bin Vorsitzender und bin. Na, soll am Donnerstag jemand vom Vorstand auch mitlosen, was ein bisschen fit ist mit Excel. Dann wird es das aus muss ich gehen und die mag es gleich mal. Ich gebe es nach oben, weil es sonst keiner etwas tut. Okay. So ist es. Okay, gut, danke. Danke, Elisabeth. Danke. Back läuft auf den Vorsitzenden. Nein, die Back. Soll man auf den Verein lauten lassen. Die Back. Okay. Aber Back werden wir auch am letzten Treffen zum Thema Transparenz und werden wir auch nochmal. Und wenn es da besondere Schwierigkeiten oder noch Fragen gibt, können wir da etwas auch noch zusätzlich anbieten. Ja? Eine kleine Präzisierung zur juridischen Person. Du hast vorher gesagt, dass die meisten, kann ich mir auch vorstellen, dass man keine Millionen online oder Bank nehmen und so weiter, das wird schon stimmen. Aber als Beispiel hast du genau den Fall gebracht, wo der Präsident in die Haftung genommen ist, weil der Pur einen Unfall gehabt hat. Ja. Und Zell kann auch passieren, wenn kein Geld von der Bank genommen hast. Nicht? Deswegen, wenn ich das gehört habe, also das klingt für mich ein. Was ist für Risiken in einer Tätigkeit übernimmt? Nicht? Ich meine, bei Bergrettung war ich nicht zusammen, okay. Da ist noch vertreten, aber bei dem Bildungsausschuss. Ja, also Moritz, Referat oder bei Fortbildung, es werden sein, was passieren. Ja, ja.
Also da muss man schon ein bisschen, und man muss ein bisschen sich das vor Augen haben. Also viele glauben durch die Rechtspersönlichkeit dann die Probleme gelöst zu haben. Mhm. Also ich sage, viel eklatanter ist, wenn nachgewiesen wird, dass der Vorstand nicht versichert ist. Eine Versicherung, eine gute, kostet 14 Euro pro Kopf im Vorstand. Okay. Im Vorstand. Mhm. Jetzt mache ich da nur ein Beispiel. Natürlich, die 5.500 Euro sind so auch für viele mental eine Hilfestellung im Kopf, wo man sagt, ich habe es ja getan, wir haben diese Rechtspersönlichkeit. Nur, so wie das Gerichtswesen und die juridische Situation in Italien ist, kommt eine anonyme Anzeige, muss man sich einmal gleich einen Rechtsanwalt nehmen. Oder man ist gezwungen, irgendeinen Rekurs vor dem Verwaltungsgericht zu machen. Ein normaler Rekurs vom Verwaltungsgericht kostet auch schon mehr wie 5.500 Euro. Also es ist so, also wie gesagt, in gewissen Bereichen ist natürlich eine Rechtspersönlichkeit wichtig. Vor allem, ich betone es, wenn man direkt am Menschen arbeitet und mit Risiken in Kontakt kommt. Mhm. Bei einem Bildungsausschuss sage ich, wenn eine gute Versicherung da ist, wenn man ein gutes Statut hat und vielleicht auch, sagt, um hundertprozentig sicher zu sein, gewisse Abläufe im Bildungsausschuss noch besser zu definieren, würde ich eine Geschäftsordnung vorschlagen. Okay. Weil dann sind alle Spielregeln dermaßen klar, dass also da müsste es wirklich mit dem Teufel hin und her gehen, dass man da dann noch besondere Risiken hat, weil das ist dann klar und wie gesagt, das würde ich als bessere Vorgangsweise empfinden. Wie gesagt, der Gesetzgeber, bitte das nicht unterschätzen. Es sind die ersten Kontrollen bereits bei unseren Kollegen im Trientner Raum jetzt durchgeführt worden. Viele glauben, diese Versicherung braucht es nicht, aber diese Versicherung auch gegen Unfall und Krankheit, Schäden gegenüber Dritten, ist hochaktuell. Für den Vorstand und für die freiwillig Aktiven, das sind wirklich die, die 12 Monate nachweislich den Vorstand sehr stark in ihrer Tätigkeit unterstützen. Also da müssen schon Stunden produziert werden, durch Timesheets dokumentiert, dass man das macht. Bitte jetzt das, dann seid es schon einmal sehr, sehr gut drum. Passt, danke. Danke, Moritz. Eine Frage von Helene. Bildungsausschuss organisiert ein Repair-Café. Es ist nicht auszuschließen, dass sich dabei jemand verletzt. Wäre eine eigene Versicherung notwendig? Eigene Versicherung meint für die, der Vorstand und natürlich Vereinigung, also die eigene Versicherung braucht man da und schützt dich auch nicht. Die eigene persönliche nicht. Nein. Na, vorhin habe ich gemeint, eine ad hoc, aber das habe ich gemeint für ein Event. Es gibt verschiedene Dinge. Es kann natürlich, wenn man ein Festival hat, wenn man eine Veranstaltung hat, dann ist es natürlich schon sinnvoll, dass man auch dieses Event absichert. Also wenn du wirklich kulturelle Veranstaltungen frei ist, wo eine Tribüne aufgebaut wird, wo andere Gefahren auch klauen können. Oder ein Klassiker, wir haben auch Situationen in Museen, ganz viel passiert in Museen, architektonische Barriere, ein Gast tut sich weh. Nicht? Also bitte, während man doch eine Veranstaltung, eine Ausstellung, einen Bildungsabend, irgendetwas hat, kann man auf jeden Fall und ich natürlich auch beraten, für dieses spezifische Event noch eine zusätzliche Versicherung machen. Das ist überhaupt kein Problem, das ist relativ schnell gemacht. Und so Gastgeber nicht schon eine hat. Ja, weil man muss schauen. Manche, also jetzt, wenn wir in einem Museum sind, wie es bei uns auch so ist, wo man sich einmietet für eine Veranstaltung, dann kann man sicher sein, dass eben der Eigentümer oder auch zum Beispiel die Gemeinde dafür schon eine Versicherung abgeschlossen hat. Okay. So, Versicherungen, die Frage, wo man die abschließen kann. Ja, da gibt es natürlich, also es gibt natürlich, die Versicherung ist ein hart umkämpfter Markt. Wir haben uns entschieden, wir haben einen Broker, der zuerst einmal eure Police, die derzeitige, sich anschaut und eine Beratung gibt, was er seiner Meinung nach integrieren
würde, aufgrund einer Checkliste, die wir ausgearbeitet haben, dann ist der erste Weg, wieder zu seiner eigenen Versicherung zurückzugehen, zu sagen, schau, ich war in der Beratung, aufgrund der Reform des dritten Sektors wurde mir angeraten, gerade weil vielleicht ein Unfall oder eine Krankenversicherung nicht genau ist, diese zu erweitern. Es kann auch sein, dass man sagt, na, das ist jetzt auch ein guter Moment, um vielleicht, wenn ich da aus der Polizei aussteige, ein neues Angebot einzufordern. Dann ist es die Aufgabe des Brokers, mehrere Angebote, die auf dem Markt sind, eben auch zu überprüfen und euch dann vorzulegen. Also das ist unsere Serviceleistung, die wir haben. Es kommt jetzt, es sind mehrere Anbieter auch auf die verschiedenen Landesabteilungen hinzugekommen. Also die Landesregierung hat sogar davon geträumt, eine einheitliche Versicherung für alle Ehrenamtliche abschließen zu wollen. Das geht leider nicht, weil die Kultur eben ganz andere Bedürfnisse hat, wie zum Beispiel das Soziale, die Feuerwehr, wie der Sport. Also da sind natürlich, die kommen nicht alle in einen Topf hineinwerfen. Deswegen wird weiterhin spartenspezifisch auch angeboten. Wenn ihr Lust habt, ich würde euch auch einladen, wer noch Zeit hat. Wir haben am Samstag auch ein Seminar zur Nachhaltigkeit im Ehrenamt, wo eben auch dieses Thema der Mutualität ein Thema ist. Und ja, ihr könnt die Informationen bei uns bei der Beratung bekommen und dann auch die Angebote verschiedenen Anbieter in Südtirol. Okay. Ja, und der Ludwig hat gerade was Wichtiges geschrieben, dass im Bereich Versicherung mit den Bildungsausschüssen hier schon lange gearbeitet worden ist. Ja. Also wer da jetzt wirklich Fragen hat, denke Bezirksservice, Stellenleiter können denke da auch zu dem sicher Informationen geben, beziehungsweise mir natürlich auch, aber da ist schon gearbeitet worden. Also da müssen wir nicht alles nochmal neu erfinden. Wollte leider zusagen. Bitte frag's nach bei uns. Und sonst, also wenn Fragen sein, gern. Ich dat gern halbwegs pünktlich aufhören, auch weil die Leute langsam abtröpfeln und weil es schade war, nachher sozusagen, dass die Informationen gleich mal ein paar kriegen. Wenn es noch Fragen habt, bitte schickt sie uns die und dann werden die Antworten auch in alle ausgeben. Ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, wie wenn man das jetzt so abrückeln lassen. Dringende Fragen sind natürlich allem erlaubt, aber wirklich bitte lassen wir ganz dringende. Und sonst hat die lieber Danke sagen an alle, die dabei gewesen sind. Und danke an alle, bitte die Fragen schicken. Danke, lieber Thomas und danke, Uli. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Zur gleichen Uhrzeit. Jawohl. Genau. Alle einladen. Ich hoffe, es sind so viele wie möglich von Enka wieder. Hab's auch die Schatzminister. Ja. Seien da, werden da gefragt. Genau. Auf alle Fälle. Gut. Also, schönen Abend. Einen schönen Abend in alle und vielen Dank fürs Dabeisein. Danke.